Ja, was hast du denn auf dem Jöttel? Was ist da hierin? Arleid! Dann wirst du gleich aufmachen. Ach, diese Mädel. Arleid! Mach auf, Mädel, sonst komm ich durchs Fenster. Arleid! Mama? Ja, Mama. Ach, du bist es. Komm ja schon. Ach, ich sag, was denn, Leontine? Ich sag, was willst denn du hier? Mein Name, Mama. Na, wie bist du denn reingekommen, hä? Beim Ziegenstall lag doch der Schlüssel. Ja, wieso? Was willst du denn zu Hause, Mädel? Ich soll wohl ja nicht mehr bei euch kommen. Ach, du sei bloß so jut und tu dich ein bisschen. Ja, das hab ich zu gerne. Ah. Oh. Sag mal. Du weißt wohl noch ja nicht, wie spät das schon ist, was? Na? Mach, dass du fortkommst zu deiner Herrschaft. Ich geh nicht mehr bei die Leute, Mama. Du gehst nicht mehr? Ach nee, du. Das ist ja aber nur ganz was Neues. Brauch ich mir immer lassen schinden? Ja, schinden tun sie dich also bei Krieger. Nee, so ein armes Kind aber auch. Komm mal ja nicht erst mit so was angelaufen. Frauenzimmer, wie ein Dragoner. So, na nun fass er mal an. Da unten am Sacker kannst du wohl ja nicht dämlicher anstellen. Bei mir hast du damit aber kein Glück nicht. Faulenzen lernst du bei mir erst recht nicht. Du, ich sag das nur zum letzten Male. Ich geh nicht mehr bei die Leute, Mama. Lieber spring ich ins Wasser. Na, dann pass auch auf, dass du keinen Schnuppen kriegst. Ich spring ins Wasser. Dann ruf mir aber, hörst du? Dann gebe ich deinen Schubs, der du ja rinfliegst und ich daneben. Mal das wohl hier fallen lassen, der Dick auf der Nacht soll Holz drin holen. 2 Meter. Oh, ist ja nicht möglich. Holz hat die sollen rinräumen. Nee, du. Über die Leute. Aber auch. 20 Taler auf die ganze Jahr. Und dann soll ich mal da die Pfoten verfrieren. Nicht mal satt Kartoffeln und Hering. Ach, red nicht erst so lange, dummes Mädel. Da, da hast du einen Schlüssel. Schneid da schnell ein Stück Brot ab. Aber wenn du dann satt bist, dann scherst du dich. Verstanden? Pflaumenmus steht in der obersten Reihe. Oh. Justus von Schulzens kriegt 40 Dollar. Wenn du bloß immer mit dem Kopf durch der Wand, brauchst du doch bei den Leuten nicht ewig bleiben. Bist ja nicht vermietet für ewige Zeiten. Meinst wen ziehst du ja zum 1. April? Aber bis dahin, sagt er, da bleibst du an Ort und Stelle. Weihnachtsgeschenk hast du in der Tasche, gell? Und dann möchtest du fortlaufen. Das ist doch keine Mode. Geh bei den Leuten aus und ein, deswegen bloß mal sitzen lassen. Ach, das bisschen Lump, was ich da anhabe. Ach, und spare Geld, das vergisst du wohl, Jan. Jawohl, Janse Merker, 6. Geld ist Geld, das lass du mal nützen. Aber wenn ich aber kein mehr verdiene? Ja, mit dem Maule. Nee, mit der Nähmaschine. Oh. Ich geh nach Berlin. Nee, Mäntel. Ich hoffe, sie wieder geht auch schon seit Neujahr. Doch, da komm mal bloß mit der Schlumpe hier zu. Die soll mal unter die Finger laufen. Dem Balk will ich vielleicht ein Teiglicht aufstecken. Das wäre so ein Avancement vor dich. Mit der Kerle mir die Nächte verschwiemeln. Ich sag der Mädel, du, wenn ich an sowas denke, ich hau da, dass du mal ja nicht mehr aufstehst. Na, na, nun kommt Papa. Nun nimm da mal Obacht. Oh. Aber mir war klappt der Lobe eben weg. Ach, will ich schon sehen, wo ich bleibe. Mau nicht so lange. Ihr und Futter der Ziehen sind doch noch nicht im Molkenamt. Und gib gleich ein Kanickel, eine Handvoll Heu. Guten Abend, Papa. Leontine? Na?
Hast du Vulkan getroffen? Was macht der Leantini hier zu Hause? Sag mal, kannst du nicht reden? Ja oder nee? Wird der rumkommen, hä? Hör mal zu, noch, schrei du mal noch mehr. Schon couragierter Kerl. Weil er vergisst, dir das Tier zuzumachen. Was ist denn wieder mit Leontine? Ja, nicht ist. Was hat denn der Vulko hier laden? Oh, wieder Klinkern. Was soll er hier laden haben? Was ist denn nun wieder mit dem Mädchen? Halben oder einen ganzen Kerl? Was mit dem Weibsbild all wieder los ist? Was der Vulko hier laden hat, will ich jetzt wissen. Halben oder einen ganzen Kahn? Ach, immer zu doch, die ganze Zelle. Na siehst du, warum nicht gleich? Es ist ein neuer Förster aus Rixdorf. Ach, geh, krieg unter Speckel, Julia. Wenn du bloß nicht so schrecklich dumm wärst. Von solchen Sachen verstehst du doch zu wenig. Dass du mir nur vor der Mädels sorgen, das schlicht nicht in deine Konferenz. In meine Konferenz hierher das. Bei Jungs, da wäre das ganz was anders. Würde ich doch niemals nicht reinreden. Ah, jedes hat ja seine Konferenz. Ja, soll sie mir mal nicht gerade in den Weg rufen? Willst du mal wohl lahmschlagen, ja, Julian? Sag mal, lass doch ja nicht sowas einfallen. Denk bloß nicht, dass ich sowas zugebe. Ja. Wer sie mal lassen zu Schanden schlagen. Ja. Das Mädel kann doch mal unser Glicke sein, ja, wenn du bloß vor sowas einen Verstand hättest. Ja, dann soll sie mal sehen, wo sie bleiben tut. Ja, na, da hast du mal keine Angst drum. Kann milchlich sein, du erlebst noch mal was. Oh. Die wohnt noch mal in der Bell-Etage und wir sind bloß froh, dass sie uns überhaupt kennen. Na? Was hat denn der Titz hat erst neulich zu mir gesagt, hä? Ihre Tochter hat er gesagt, das ist so ein schönes Mädel, die kann beim Theater Furore machen. Siehst du, das hat der zu mir gesagt. Ja, das soll sie mal machen, dass sie hinkommt. Ach, du hast ja keine Bildung, Julian. Von Bildung hast du ja keine Spur. Wenn ich nicht gewesen wäre, was wäre auch aus den Mädeln geworden? Ich hab dir Bild erzogen, verstehst du? Und Bildung, das ist heutzutage Hauptsache. Aber das geht eben nicht so auf jeden Schlag. Immer eins nach dem anderen. PAP. Die erst mal einen Dienst kennenlernen. Dann kann sie meinetwegen Rinje nach Berlin. Die ist doch heute noch viel zu jung fürs Theater. Mama! Ah. Mama, mach doch bloß mal auf! Was so. Machst du mir denn die Ofen, Mama? Ich hab mir ja Hände und Beine verfroren. Red nicht jetzt lange so ein Blech zusammen. Mach Feuer. Dann wirst du gleich warm werden. Wo steckst du denn überhaupt wieder so lange, hä? Na, ich kann doch die Stiebel nicht holen, Vater. Was? Und da bist du wieder 2 Stunden geblieben? Wenn ich um 7 erst bin, ihr Jan. Was bist du? Um 7 bist du hier, ja? Na, jetzt ist aber 10:30, das weißt du wohl nicht. Da bist du ja 3,5 Stunden weg gewesen. Das ist wohl nicht viel. Du, jetzt hör mal drauf auf das, was ich dir sage. Bleibst du mir noch immer so lange fort und gar bei diesem lausigen Filetschuster. Na, dann pass mal auf, was dir da passiert. Ich soll wohl bloß immer zu Hause rumbiestern. Jetzt bist du still und redst keinen Ton. Ich auch mal ein bisschen zu viel. Aber ob du wohl mal stille bist, möchte ich wissen. Lehr du... Aua! Lehr du mich ja filetzen, Kind. Hm. Das sei Handwerk, ist ohne bloß Schuhflicken. Wenn einer erst 2 Mal im Zuchthaus sitzt. Das ist ja nicht wahr. Das ist alles zusammengelogen. Er hat mir selbst gesagt, Mama. Ach, weißt du, das ganze Dorf, dumme Jans, dass das ein richtiger Kuppler ist. Das. Er hätte ja so ja aber einen Amtsvorsteher. Ja, freilich hätte er da einen vor Spionieren. Und Tenunziat ist das noch oben drauf. Was ist denn das, ein Tenunziat? So will ich all noch 2 Wörter abwarten. Ja, siehst du, du hast das aber nicht. Hier, komm, wasch bloß ab. Und sei Jan stille, sonst schlägt's noch ein. Julian, was machst denn du da drinnen, hä? Hast du schon wieder vergessen, was ich dir heute Morgen gesagt habe? Das Brett, was da losgerissen ist. Was für ein Brett? Ach, das weißt du nicht. Hinten am Ziehenstall, Wind hat's doch losgemacht gestern Nacht. Mach, dass du rauskommst zu nahen, verstehst du? Ach, boy, früh ist halt auch noch in da. Nee. Sowas wollen wir überhaupt nicht bei uns einführen. So, hier ist der Hammer und hier sind auch die Nähe. Jetzt mach aber, dass du rauskommst. Du bist ja mal dusselig. So, wenn Vulkan kommt, was soll er da vergeben? Na, Merker 12 oder ganz gewiss? 12. Merker 12. Na, nun mach doch, dass Papa sein Essen kriegt. Na, das ist ja wohl nicht möglich. Was ist denn das, Mama?
Der Klapperstorch. Süße Klapperstorch. Hat der Hochhörner? Ich weiß schon, was das ist. Rehbock ist der. Ja, na, wenn du das weißt, ne? Warum fragst du denn dann erst? Hier. Hat Papa an den geschossen? Dann nur renn hoch und schrei durchs ganze Dorf. Mein Papa hat einen Rehbock geschossen. Ich wär mal schön hinten. Da kommt der Blanke. So Gendarm Schulzen, so richtig war nicht. Die hat mir schon mal ein Kinn gefasst. Na ja, wieso? Der kann doch dreiste kommen. Wir tun doch nichts Böses. Wenn ein Reh einen Schuss hat und ist am Verenden und es findet kein Mensch, dann fressen es der Raben. Ob wir das nur fressen oder der Raben, wir fressen wird's doch. Hm. Sag mal, Holz hast du sollen rinräumen heute Abend? Ja, weil die Kälte. 2 Meter Knüppel. Wenn man kaputt ist wie so ein Hund um 10 Uhr abends. Aha. Na, denn liegt doch aber der Holz noch auf der Straße. Vom Jagentor liegt es, weiter weiß ich auch nicht. Na, wenn sie nur aber uns stehlen, der Holz, was ist denn der Morgen früh? Ich geh nicht mehr hin, Mama. Sind der grüne Knüppel oder trockene? Das sind schöne, trockene Knüppel. Aha, mhm. Mama, ich bin so schrecklich müde. Ich hab mal so schrecklich abgerackert. Ja? Na, meinst du, ihm bleibt mal heute Nacht bei uns? Ich hab mir das gerade ein bisschen anders überlegt. Morgen früh werden wir da mal weitersehen. Ich bin ganz abgekommen. Das hängt bloß noch alle zu an mir. Na ja, dann mach. Und hier schlafen, ja? Aber geh rauf in die Kammer, dass Papa nicht etwa doch noch Krach macht. Du weißt doch, von solchen Sachen, da versteht der doch nicht. Papa spricht immer so ungebildet. Ja, hat ihm keine Bildung gelernt. Das wäre doch mit euch auch nicht anders, wenn ich euch nicht hätte so gebildet erzogen. Oh. Na Mädel, nur mach, dass du schlafen kommst. Ach Mama, der Motes ist weg von Krüger. Da hat er wohl keine Miete bezahlt, was? Hängen und würgen, sagt der Krüger. Er hat ihn aber trotzdem rausgeschmissen, das wäre so ein verlorener windiger Kerl. Und immer so hochnäsig zu Herrn Krüger. Na, wenn ich wie ein Krüger gewesen wäre, hätte ich gar nicht so lange gewartet. Weil Krüger doch früher Tischler gewesen ist, dass der Motus immer so verächtlich zu ihm. Mit Herrn Dr. Fleischer soll er sich auch gezankt haben. Na, wer sich mit dem zankt, das möchte ich wissen. Die Leute tun keiner Fliege was zu leide. Der darf ja auch nicht mehr hinkommen bei Fleischer. Ach, wenn du mal bei den Leuten ankommen könntest. Ach, da sind die Mädchen wie Kind im Hause. Ja, aber was der Bruder in Berlin ist, der ist Kassierer beim Theater. So. Hörst du jetzt auf mit der Schaukelei? Du willst den Stuhl wohl ganz kaputt machen. Komm. Ist ja bloß Mut. Da wusste der Wolf Wulko, Mama. Mutter Wolfen, wollte man mal gefälligst drin lassen. Ja, freilich. Warum denn nicht? Immer rein hier in eine Bude. Ich wünsche dir schönen guten Abend. Ach. Dann kommt er wieder angezogen, der Wolf ein bisschen übers Ohr heute. Ja, das versuche ich schon ja nicht mehr. Anders wird es ja doch nicht wieder werden. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ja, noch was. Na, da hängt er. Kapitalstück, ja was? Ja, der Juliusmann auch gehörig aufpasst. Sind jetzt alle böse hinterher. Also was wollen Sie jedem, ist der Hauptsache? Was soll das lange hier quassle hier? No. Ich habe ja nun mal schon 4 Bäcke zu liegen. Deswegen geht ja nur eure Zille nicht unter. No, das soll sie auch nicht, das wäre so ein Fest. Aber was denn dann, wenn ich nur liegen bleibe? Na, ich muss mit den Dingen doch rein nach Berlin. Die Arbeit heute als schlecht genug auf die Spree. Wenn sie die Nacht so weitermacht, dann gibt es morgen schon ja kein Fortkommen, dann liege ich in Eise mit meinen Kahn und hebe die Dinger auf den Halse. Mädel, spring unter zu Schulzen, sag einen schönen Gruß von mir, möcht draufkommen, Mutter hat was zu verkaufen. Ach, hab ich gesagt, ich will das nicht kaufen? Nee, mir ist egal, wer das kauft. Na, ich will das ja kaufen. Nein, wenn ich will, der lässt das halt bleiben. Also, ich kaufe den Stick. Aha. Was soll es denn bringen? Das Reh? Na, hat seine 30 Pfund. Aber Jutt und Jane kann ich Ihnen sagen. Adelheid, warst du dabei? Ihr konntet es kaum rufheben da auf den Haken. Ich habe mir richtig was ausgerenkt. Na, mit Merker 13 ist das bezahlt. Na, da verdiene ich noch nicht 10 Pfennige bei. Na, wünsche Ihnen noch eine glückliche Reise. Mir? Die 13 kann ich nicht geben. Ach, lassen Sie es doch. Ich kann nicht mehr geben, was ich Ihnen sage. Ist doch mal bloß, wenn ich die Kundschaft behalte. Na, also, Jörg soll mich strafen, so wahr wie ich hier stehe. Bei den Fernsehgeschäften liegen doch nicht so viele. Nur wenn ich auch sagen wollte, 14, da setze ich zu. Der Weg Verlust von einem Mark. Lass gut sein. Na, also, wenn ihr all den guten Willen seht, Frau Merker. 14. Ihr sollt's Schutz sein lassen, der Dreh weg los. Da wartet gar nicht erst bis morgen früh. Na, dass der dann bloß Kinder hier hängen sieht. Den ist nicht mit Jelde abzumachen. Das Reh?
Das haben wir verendet gefunden. Ja, in der Schlinge, hä? Das will ich glauben. Kommt mal bloß nicht auf die Art. Da habt aber bei mir kein Glück nicht. Man soll euch wohl alles in Rachen schmeißen. Man schindt sich hier, bis man keinen Oden mehr hat. Stundenlang muss man baden im Schnee. Geschweige, was wir alles so dabei riskieren im Stockbrandfinstern. Sieh, das ist kein Spaß. Na, aber ich hab doch nun mal schon ein Stück auf Viere zu liegen. Also, sonst, würde ich ja sagen, 15. Nee, Wolke, nee. Mit uns ist heute kein Geschäft zu machen. Geht ruhig auch in Häusel weiter. So was, kann ich doch zuletzt sie wegschenken. Also, hab ich dir etwa Großmann davon? Bei 40 Jahre plagen wir, du. Was hab ich heute? Reißen hab ich. Ja, wenn ich morgens früh aufstehe, dann muss ich schreien wie ein junger Hund. Ich bin mir doch schon viele Jahre am Pelz kaufen. Das haben mich alle Doktors geraten, weil ich so leidenschaftlich bin. Und ich hätte mir noch keinen können kaufen, bis heute noch nicht, so war wie ich hier stehe. Hast du von Leontine gehört? Also, ich wär mal sagen, 16. Nee, ist nicht. 18, nicht unter 8. Sag mal, was redst du da wieder? Frau Kri hat doch einen Pelz gekauft. Der hat bei 500 Mark gekostet. Ein Biberpelz. Was? Biberpelz? Wer hat den gekauft? Na, Frau Krieger, doch für Herrn Krieger zu Weihnachten. Ach, der Mädchen ist aber bei Krieger in Dienst. Ich nicht. Meine Schwester, ich gehe überhaupt nicht bei Leute in Dienst. Oh, nee. Ja, wenn ich sowas mal haben könnte, um sowas erwerbe ich mir schon lange und da gebe ich auch 60 Taler vor. Na, der Doktor und Apotheker hielt, da gebe ich doch lieber vor Pelzmerk aus, da habe ich doch noch einen Verliehen, all. Ja, dann gehst du mal rüber, wo ich zu Krieger, vielleicht schenkt der ihn weg. Gut will ich nicht. Aber, wie gesagt, vor sowas interessiere ich mir sehr. Ja, ich auch. So ein Pelz wollte ich auch schon lange haben. Na, also, wie ist er nur 16? Nee, ist nicht. 18. Nicht unter 18, hat Julian gesagt. Mit 16 darf ich den doch ja nicht erst ankommen, wenn sich Julian erst mal was in den Kopf setzt. Ich, Julian, hast du gesagt? 18 Mark. Was habe ich gesagt? Sag mal, du hörst wohl wieder an, meine ich, Jut. Du hast doch gesagt, nicht unter 18. Um wen ja sollen wir den Bock da nicht weggeben? Ich habe gesagt, ja, das Stücke Wild, ja, das ist ohne ja nicht so viel. Na, damit das nun mal hier ändert, ja? Vor Merker 17, stimmt das nun? Ach, ihr seid schon ein beschissener Kerl, Wolke. Aber was hab ich denn gesagt, wie der zur Tiere rennen kam? Der braucht bloß über der Schwelle zu treten. Da hat man schon ein Ding übers Ohr. So, 17. Also, den helfen wir gleich jetzt hier rinbuxieren. Ja. Na, du heb, Volker. So. So, und wie gesagt, wenn er mal was zu hören kriegt von sowas, ich meine beispielsweise so ein Biberpelz zum Beispiel, so Sticker 60 bis 70 Taler. Die bin ich imstande und lege sie an. Ihr seid ja nicht recht, Mensch. Wie sollen Sie denn zu so einem Pelze kommen? Um Gottes Willen, jetzt fix wegschrecken und rinnen in die Hinterstube. Julian, los! Frau Wolfen, schlafen Sie schon? Wirklich bloß der Amtsdiener Mitteldorf. Ihr habt aber schöne Bekanntschaft. Aber nun macht ihr da weg, komm, Fulko. Mama, der Mino hat angeschlagen. Also denn raus durch den Gemüsejarten. Julian wird aufwachen und Julian je schon vormacht auf. Fulko, los. Und wie gesagt, wenn sowas mal wäre wie so ein Biberpelz. Fulko macht. Also, wenn der Spree nicht zuwirrt, den Sticker 3-4 Tagen bin ich wieder in Tour von Berlin. Dann lieg mit meinem Kahn wieder unten. Fulko. An die große Brücke? Wo ich immer liege. Fulko, du Federhand. Also, Julius, du nennst Maske mal immer voraus. Mama, der Mino hat wieder gebellt. Naja, jetzt kann er ja bellen wieder. Jemand über die Spree, Mama. Spring runter, lauf. Papa ist ja unten am Wasser. Sag Papa bei der Rude. Aber sag, er soll Wulko erst ein Stückel fortlassen. Ja?
Na, wer wollte denn so spät noch über Schwassermädel? Ich glaube, es ist der dämliche Motes. Was wär's denn? Ich glaube, die Stimme war Mutzens Stimme. Los, spring runter. Sag, Papa soll rufkommen. Der dämliche Motes kann drüben bleiben. Der braucht man nicht im Haus rumspionieren. Mein Gott. Ja? Ich bin schon zu spät gekommen. Wir warten mehr. Ich sag ja Motes. Mein Gott, ne. Naseblau hier vorne, Mutter Wolfen. Ja? Was laufen Sie denn so spät in der Nacht spazieren, wenn Sie am Tage Zeit haben? Schön warm ist es hier. Wer hat schon Zeit am Tage? Na, Sie. Na, ich lebe wohl etwa von meinen Renten, was? Ja, das weiß ich ja nicht, wovon Sie leben. Nun seien Sie doch nicht so glubsch, Mutter Wolfen. Wir wollten mal fragen nach unserer Rechnung. Das haben Sie mal schon mehr wie immer gefragt. Dann fragen wir eben noch mal. Was ist denn dabei? Wir müssen doch endlich mal bezahlen. Bezahlen wollen Sie? Ihr wisst doch, natürlich. Die Mutter Wolfen tut ganz erstaunt. Sie dachten wohl, wir würden Ihnen durchbrennen, was? Na, Ivo, wie wird denn so was wohl denken wollen? Also, wenn Sie wollen, so gut sein, dann machen wir das jetzt mal gleiche. Da, seien also 11 Mark und 30 Pfennig. Ja, ja, Mutter Wolfen, wir kriegen Geld. Die Leute hier werden Augen machen. Es riecht ja so nach Hasenbraten. Na, Dachhase vielleicht, das ist schon eher möglich. Wollen gleich mal nachschauen. Nee, Topgegen ist nicht. Frau Wolfen, wir haben auch was gefunden. Ja, ich habe aber nichts verloren. Da. Sehen Sie mal zu. Ach. Das seien wohl Schlingen, was? Die haben wir hier ganz in der Nähe gefunden. Kaum 20 Schritte von Ihrem Garten. Ihr Kinder, was hier bloß Ihr Wilddieb wird. Wenn Sie bloß aufpassen, Mutter Wolfen, dann können Sie den Wilddieb richtig mal fassen. Ih, nee, solche Sachen jemand erst an. Wenn ich bloß so ein Halunke mal treffe. Dem gebe ich zuerst mal hinter die Ohren. Dann bringe ich ihn unbarmherzig zur Anzeige. Frau Wolfen, haben Sie nicht ein paar frische Eier? Jetzt mitten im Winter? Nee, da sind sie rar. Pastor Seidel hat wieder Wilddieb gefasst. Wird morgen am Moabit gebracht. Hat Schneiderkerl, das muss ich sagen. Wenn ich bloß nicht das Malheur gehabt hätte, da könnte ich halt Oberförster sein. Da würde ich die Hunde noch anders zwiebeln. Ja, das hat aber schon manch einer büßen müssen. Wer sich fürchtet. Ich fürchte mich nicht. Ich habe auch schon so ein paar denunziert. Und mit ein paar anderen warte ich bloß noch, die laufen mir auch noch in die Hände. Die Schlingelinger sollen nur nicht denken, dass ich sie nicht kenne. Ich kenne sie genau. Frau Wolfen, haben Sie vielleicht gebacken? Uns ist das Bäckerbrot so zuwider. Also Sie wollten doch, denke ich, jetzt die Rechnung ausgleichen. Na, ich sage ja Sonnabend. Mein Mann ist doch Redakteur geworden bei den Blättern für Yacht- und Forstwirtschaft. Oh, das weiß ich schon, was das heißt. Na, wenn ich Ihnen sage, Frau Wolfen, wir sind ja von Krüger schon fortgezogen. Nee, von Krüger sind Sie gezogen, weil Sie mussten. Wir mussten? Du Männer, hör doch mal. Frau Wolf sagt, wir mussten von Krüger fortziehen. Weshalb ich dort fortgezogen bin, das werden Sie schon noch mal erfahren. Der Mann ist ein Wucherer und ein Halsabschneider. Also das weiß ich nicht und dazu kann ich ironisch sagen. Ich warte bloß auf die Beweise. Der soll sich vor mir nur Jahr und Acht nehmen, der und sein Busenfreund Dr. Fleischer. Der ganz besonders. Wenn ich nur wollte, ein Wort genügte, dann säß der Mann hinter Schloss und Riegel. Männer haben sich wieder gezankt, ne? Tja, mit meinem Mann ist nicht zu spaßen. Wenn der sich was vornimmt, der lässt nicht locker. Er steht auch sehr gut mit dem Herrn Amtsvorsteher. Na, wie ist mit den Eiern und mit dem Brot? Naja, 5 habe ich gerade noch zu liegen. Da, Stücke Brot oben. So, seien Sie jetzt zufrieden? Gewiss doch. Naja. Freilich. Gut sind doch die Eier. Also so gut, wie meine Hühner sie gelegt haben. Na denn, gute Nacht.
Nächsten Sonntag. Ja, schon gut. Macht bloß, dass er rauskommt. Bei allen Leuten nicht viel Schulden. Was geht das bloß die an, was wir essen? Sondern ihre eigenen Treppe kicken. Ach, Mädel, komm, mach, dass du schlafen gehst. Nacht, Mama. Nacht, meine Kleine. Sag mal, willst du jetzt Papa keinen guten Nachtkuss geben? Nacht, Papa. Muss man immer alles erst extra hier sagen. Müsst ihr die Leute alle Eier geben? Soll man den Kerl wohl zum Feinde machen, ja? Sag, da mach du dir auch den zum Feinde. Das ist ein gefährlicher Kerl, sagt er. Er hat nichts anders zu tun, als anderen Leuten aufzupassen. Komm, setz da jetzt her und iss. Pass lieber auf dich auf und nimm doch die Jabe. Der Schling liest du mal gleich hinten im Garten. Das waren doch deine. Ja, immer zu doch. Das ist der dämliche Mot, dass du auch gleich findest. Ich sag da hier in der Nähe vom Haus, verstehst du? Da liest du mal keine Schlingen mehr. Womöglich heißt es dann noch, wir haben sie gelegt. Ja, dann wäre doch bloß mit der Quassel auf, hm? Holz ist auch alle, Julian. Ja, soll man ja hier ein bisschen Hinterwinkel. Naja, am besten wär's ja, wir machten das gleich ab. Ich spiel den Knochen schon ja nicht mehr. Mach jeden, wer will, das ist mich egal. Ah, ihr Männer, ihr habt ja alle bloß ein großes Maul. Aber wenn's dazu kommt, dann könnt ihr nichts leisten. Ich arbeite euch dreimal in den Sack und alle wieder raus, aber euch alle miteinander. Sieh mal, Julian, wenn ihr nur heute und du willst durchaus nicht raus. Hilft dir alles nicht. Morgen musst du. Ja, morgen muss ich, ja. Wenn du nicht so schrecklich feier wärst, könnten wir schnell zum Vermieter Holz kommen. Braucht man erst ja nicht so zu schinden. Du brauchst noch erst ja nicht weit zu gehen. Na, lass mal doch essen in Happen, ja? Ach, sei nicht immer gleich so mieseldrätig. Na, dann pass mal auf. Dann werd jetzt mal gut zu dir sein. Ja, gut zu mir sein. In Rixdorf ist Musiker, ja. Du machst da mal gleich ein freundliches Gesicht. Siehst du, das habe ich da nur mitgebracht. Ja. Ach du, das ist, also weil die Kälte ist, das ganz jung. Ja? Du. Na siehst du, sorge ich nur Ja. Zeug nicht etwa vor dir? Ganz gut war das. Das war ganz gut. Der Vulko, das ist doch ein rechter Alunke, ne? Tut immer so, als wenn es so schlecht ginge. Ach, da soll mal stille sein. All der mit seinem Handel. Hast du gehört mit dem Biberpelz? Ich hab nicht gehört. Das Mädel erzählte doch von Frau Krüjan. Die hat doch Herrn Krüjan Pelz geschenkt. Ja, die Leute haben's ja doch. Und da meinte doch der Vulko, ach, du hast doch das gehört. Du, wenn er so einen Pelz mal kriegen könnte, da würde er gleich 60 Taler vorhin leben. Na, soll dir mal selber den Finger verbrennen. Na komm, trink mal noch einen. Ja, immer rum, so. Immer zu, ja. Aha. Ja. Ja, wie viel haben wir denn seit Juli abgezahlt? 30 Taler. Oh, dann bleiben noch all... Es seien immer noch 70. Ach, man kommt ja auf die Art nicht recht weiter. Ja, wenn man so 50, 60 Taler auf eben mal, du... Wenn man die so auf einmal hinlegen könnte, nicht? Wer das Grundstück bezahlt, da könnten wir denn 100, vielleicht so ja 2 wieder aufnehmen, können ein paar hübsche Stuben anbauen. Ja, Sommergäste können wir doch nicht aufnehmen, nicht? Und Sommergäste bringst ja hauptsächlich. Ja, immer Gäste. Du bist doch ein zu langsamer Mensch, Julian.
Na, hättest denn du das Grundstück hier gekauft, hä? Und wenn wir es heute wieder wollten verkaufen, da kriegten wir schon der Doppelte. Ich hab doch eine ganz andere Temperatur. Och, wenn du bloß mal meine Temperatur hättest. Ja, ich arbeite doch. Ja, ja. Nützt nicht alles. Mit dem bisschen arbeiten, da wirst du das auch weit bringen. Ich kann ja nicht stehen. Du bist ja dumm und wirst auch dumm bleiben. Hier hat doch kein Mensch von Stehlen geredet. Aber wer halt nicht wach, der gewinnt doch nicht. Julian, wenn du erst reich bist und du kannst so in einer Equipage sitzen, da fragt dich doch kein Mensch, woher das hast. Ja, wenn wir es von armen Leuten nehmen täten. Du, wenn wir beide aber nur wirklich und wir gingen jetzt hin zu Grüern und luden die 2 Meter Holz auf unseren Schlitten und stellten die bei uns drum in Schuppen. Na, seien denn die Leute nur dadurch ärmer? Holz? Hm. Was soll denn das nur wieder sein mit der Holz? Ach, ich sage doch, du bekümmerst dich doch um reine Janisch. Deine Tochter, die hat man wollen zu Tode schinden. Holz sollte die rinschleppen, heute Nacht um 10:30. Und deswegen ist er davon gelaufen. Aber sowas lässt du dir ja alles hier fallen, nicht? Hm. Womöglich gibst du dem Kind auch noch Keile und jagst sie mir dann zu den Leuten zurück. Na, das sollte mal infallen, du. Bei sowas, du, da muss immer Strafe sein. Wer mich haut, spreche ich, den hau ich wieder. Ja, haben denn das Mädchen gehaut? Naja, wenn sie ist davon gelaufen, Julian. Ach, mit dir ist ja nicht anzufangen. Nicht das schöne Holz da noch so auf der Straße. Wenn ich jetzt sagte, wir gehen hin, schinste meine Kinder, nehm ich da dein Holz, wirst du mir doch gleich ein Gesicht schneiden. Oh, du, das will ich mal ja nicht. Weiß ich mal vor Kurve, du. Hm? Ich kann auch all mehr wie Brot essen. Ja? Wenn ich mal ausgemieten habe, das so nicht mehr vorkommt, du, das schlafen nicht mehr. Oh, reg dich erst so lange. Hol deine Strippen und zeig mal den Leuten, dass du so einen Mut hast. In einer Stunde ist doch auch alles vorbei. Da gehen wir wieder schlafen, ja? Und alles ist gut. Und morgen brauchst du dafür nicht in den Wald zu gehen. Da haben wir mehr Holz als verbrauchen. Hm? Also mir ist egal, wenn wir rauskommen. Ach, warum nicht, ja? Nicht die Mädel auf! Sind Sie noch wach? Aber freilich, Mitteldorf, freilich bin ich noch wach. Na nun los, nun kommen Sie rein. Ach so, Moment, Moment. Guten Abend, Frau Wolf. Gute Nacht, wollen Sie sagen. Na? Ich bin vorhin schon mal hier gewesen. Mhm. Erst ward mir so, ich sehe Licht, aber dann ward auf einmal gänzlich dunkel. Oh. Da hat mir auch keiner weiter geantwortet. Aber diesmal habe ich es ganz deutlich gesehen, das Licht war. Ja? Na? Und nun komme ich noch mal. Und? Was bringen Sie mal nur, Mitteldorf? Deswegen komme ich ja. Ich habe was von der Frau Amtsvorsteher. Aha. Soll wohl wieder waschen kommen, ja? Jawohl. Moin. Moin früh. Was, morgen früh? Das sind so eine Nacht um 12 Uhr? Das ist morgen Waschtag bei der Frau Vorsteher. Nee, das muss ich ein paar Tage vorher wissen. Ja, ihr wisst nun, machen Sie mal keinen Lärm, Frau Wolfen. Ich habe mal wieder vergessen gehabt. Mir geht so viele im Kopf herum, dass ich immer so was zu leicht verschwitze. Na gut, dann wägt das schon einrichten, Mitteldorf. Ne? Wir beide stehen ja auf guten Fuß miteinander, nicht? Haben ja auch genug auf dem Buckel mit ihren 11 Kindern zu Hause. Wenn Sie morgen nicht zu der Frau Vorsteher kommen, dann jedet Mama dich schlecht. Aber ist ja schon gut, ich werde das schon einrichten. Hier. Trinken Sie das erstmal. Das kann man hier brauchen. Da hat er nämlich gerade noch ein bisschen heißes Wasser. Na, Julian, nun mach einen Schlitten zurecht. Wie oft soll ich das noch sagen? Wir gehen nämlich heute Nacht noch auf der Reise. Fette Jänse einkaufen. Nach Trebdon rüber. Naja, am Tag habe ich ja keine Zeit dafür, nicht? Das ist doch nun mal bei mir nicht anders. Ein armes schint sich bei Tag und Nacht und reiches liegt dafür im Bette. Ich bin gekündigt. Wissen Sie schon? Der Herr Vorsteher hat mich gekündigt. Ich bin nicht scharf genug auf die Leute. Was? Da soll wohl einer sein wie ein Kettenhund. Am liebsten ging ich ja nicht zu Hause. Denn wenn ich komme, dann schiebt den Zank.
den Wesigmann nicht zu retten vor Vorwürfe. Hey, halten Sie sich doch die Ohren zu. Nur geht man mal ein bisschen ins Wirtshaus, das Ende sollen nicht ganz unterkriegen. Das soll man nur auch nicht. Ja, nicht soll man mehr. Wo habe ich wieder gesessen? Hm? Hat all ihre aufgelegten Fässchen. Sie werden sich doch vor ihrem Weibe nicht fürchten. Wenn die schimpft, dann schimpfen sie wieder. Und wenn sie haut, dann hauen sie wieder. Mitteldorf, kommen Sie mal. Sie seien doch länger als mir. Langen Sie mir mal das Kupsel da runter. Da. Und die Strippen denn auch gleich. Ich kann es sehen! Was? Ach, dieser Mann. Das kannst du jetzt wieder nicht. Ich kann den Schlitten nicht alleine rausquälen. Es liegt ja drunter und drüber alles. Und ohne Licht geht es schon ja nicht. Ich sag ja, dieser Mann will sich wieder eben mal keinen Rat mehr. Mitteldorf, geben Sie mal eine Laterne rüber. Warte, ich komm da gleich helfen. So, jetzt werden wir die Laterne anzünden. So, und jetzt können wir gehen. So. Jetzt komme ich da helfen, deinen Schlitten rausziehen. Ah, hier sind wir strippt. Ja. So, in 0,0 nicht. Ach so, Sie können uns mal ein bisschen leuchten dazu. Morgenrot, Morgenrot, leuchtet mir zum frühen Tod. Heut soll die Trompete blasen. Moin, Herr Amtsvorsteher. Moin. Gehorsamer Diener, Herr Baron. Ja, hören Sie mal ein für alle Mal. Im Dienste bin ich der Amtsvorsteher. Jawohl, zu Befehl, Herr Amtsvorsteher, wollte ich sagen. Nun merken Sie sich das endlich mal. Dass ich Baron bin, ist Nebensache. Kommt hier jedenfalls ja nicht in Betracht. Herr Jems, der Diener, Herr Amtsvorsteher. Moin. Was vorgefallen? Glasen ab! Ich habe zu melden, Herr Amtsvorsteher. Also, da war zuerst der Jaspers Grabow. Er bittet um die Erlaubnis, Herr Amtsvorsteher, am Sonntag Tanzmusik abhalten zu dürfen. Ist das nicht, sagen wir mal, Grabow? Hat einer doch neulich einen Saal ergeben. Vor die Freisinien. Zu Befehl, Herr Baron. Derselbe Grabow? Jawohl, Herr Baron. Den wollen wir ein bisschen Kandare anlegen. Jawohl. War der Schriftsteller Motus noch nicht da? Jawohl, Herr Amtsvorsteher. So, war also da. Mich ja außerordentlich neugierig. Er wollte hoffentlich wiederkommen. Ja, so gegen 11:30 wollte er wieder hier sein. Hat er Ihnen was gesagt, Glasner? Na, hat nur gesagt, er käme in Sachen des Dr. Fleischer. Sagen Sie mal, Glasner, ist Ihnen der Dr. Fleischer bekannt? Ich weiß nur, der wohnt in der Villa Krüger. Wie lange ist der Mann schon am Ort? Ich denke, der Mann muss so 2 Jahre hier sein. Sie können ja wohl keine Auskunft geben. Zu dienen. Michaeli vor 1 Jahr. Wie? Ist der Mann da hergezogen? Von Berlin, zu Ihnen, Herr Amtsvorsteher. Ist Ihnen der Mensch vielleicht näher bekannt? Ich weiß bloß, ein Bruder von Herr Fleischer ist Theaterkassierer. Ich habe ja nie am Bruder gefragt. Was treibt der Mann? Was tut er? Was ist er? Da kann ich nur auch nichts Genaues sagen. Er leidet ja wohl an die Zuckerkrankheit. An was der Mann leidet, ist mir egal. Der kann Sirup schwitzen, wenn es ihm Spaß macht. Was ist er? Er nennt sich Privatgelehrter. Privatgelehrter. Der Buchbinder Huck hat Bücher von ihm. Er lässt sich alle Woche welche einbinden. Ich möchte mal sehen, was der Mann so liest. Ja, und der Schuster Filitz meint, er hält an die 20 Zeitungen. Auch demokratische sind mit drunter. Das hat Filitz rausgekauft? Jawohl. Tüchtig, sehr tüchtig.
Sie können mir Buchbinder Hubballe herbestellen. Gleich? Bei Gelegenheit, also, morgen oder übermorgen. Soll mal so ein paar Bücher mitbringen. Jawohl. Middelhoff! Sie scheinen den ganzen Tag zu schlafen. Oder hat der Mann vielleicht gute Zigarren? Aber Herr Amtsvorsteher... Das lassen Sie, Mann. Ich sehe mir meine Leute schon an. Das hat mein Herr Vorgänger hier so einreißen lassen. Wird allmählich schon anders werden. Für eine Polizeiperson ist es schmählich, sich von irgendwem regalieren zu lassen. Ihnen selbstverständlich Böhmische Berge. Hat Motes nicht etwas Bestimmtes gesagt? Nee, also Bestimmtes hat er mir nicht gesagt. Er meinte, der Herr Amtsvorsteher wüsste schon. Ah, ich weiß nur so ganz Allgemeines. Hat den Mann ja schon längst im Auge. Nein, natürlich den Dr. Fleischer. Herr Motes hat es mir nur bestätigt, dass ich den Patron ganz richtig erkannt habe. Was hat Motes so für einen Neumund? Pumpt sich wohl rum, was? Er sagt ja, er hat seine Pension. Pension? Naja, er hat doch einen Schuss ins Auge bekommen. Na, wer also so eine Art Schmerzensgeld? Wir werden verzeihen, Herr Amtsvorsteher, aber ich glaube, der Mann hat mehr die Schmerzen. Von Geld hat bei dem noch keiner was bemerkt. Sonst eine Sache von Bedeutung. Also nur Kleinigkeiten, Herr Amtsvorsteher. Eine Dienstabmeldung. Schon gut, schon gut. Haben Sie vielleicht mal was Leuten hören, dass Fleischer die Zunge nicht recht im Zaum hält? Also nicht, dass ich gerade im Augenblick wüsste. Man hat es mir nämlich hinterbracht. Er führe ungesetzliche Reden auf alle möglichen hohen Personen. Naja, wird ja alles zeigen. Jetzt wollen wir mal an die Arbeit gehen. Jawohl. Middelhoff! Haben Sie noch etwas? Soll heute Nacht ein Diebstahl verübt sein. Diebstahl? Wo? In der Villa Krühe. Was ist hier gestohlen worden? Knüppelholz. In der letzt vergangenen Nacht oder wann? Vergangene Nacht. Von wem haben Sie es denn? Ich habe es... Na nun, von wem denn? Ich habe es... Na, also! Ich habe es von Herrn Fleischer gehört. So! Mit dem Mann unterhalten Sie sich! Herr Krüger hat es aber auch selber erzählt. Herr Krüger! Der Mann ist ein Querulant. Der Mann schreibt mir wöchentlich drei Briefe. Bald hat man ihn übers Ohr gehauen, bald hat man ihm seinen Zaun zerbrochen, bald hat man ihm seine Grenze verrückt. Nur Schereien auf Schereien. Ja, das verdient er, Herr Amtsvorsteher. Ach, da sind Sie ja. Freut mich, dass Sie kommen. Können Sie mir vielleicht gleich mal sagen, Herr Motes, bei Krüger soll ja gestohlen sein. Ich wohne nicht mehr in der Villa Krüger. Und haben auch sonst nichts gehört, Herr Modus? Gehört wohl, aber nichts hinaus. Als ich jetzt bei der Villa vorüberkam, da suchten sie beide die Spuren im Schnee. So? Der Dr. Fleischer ist ihm also behilflich. Da sind die beiden wohl ziemlich dick befreundet. Ein Herz und eine Seele, Herr Vorsteher. Ja. Was nun den Dr. Fleischer anbelangt, das interessiert mich vor allen Dingen. Wir setzen sich doch. Stuhl! Ich kann Ihnen sagen, habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Die Sache hat mich nicht schlafen lassen. Sie haben mir einen Brief geschrieben, der mich außerordentlich aufgeregt hat. Das ist nun freilich Sache der Anlage. Mein Vorgänger würde das nicht gestört haben. Ich meinesteils habe mich fest entschlossen, wie man so sagt, durch und durch zu drücken. Meine Aufgabe hier ist es, mustern und säubern. Was hat sich im Schutze meines Herrn Vorgängers nicht alles für Kehricht hier angesammelt? Dunkle Existenzen, politisch verfemte, reichs- und königsfeindliche Elemente. Die Leute sollen zu stöhnen bekommen. Nun also, Herr Motes, Sie sind Schriftsteller? Für Forst- und jagdliche Sachen, jawohl. Da scheinen Sie so in Jagd- und Forstzeitungen. Apropos, können Sie davon leben? Wenn man so eingeführt ist wie ich, Herr Baron, ich habe Gott sei Dank mein schönes Auskommen. Sie sind ein gelernter Forstmann, wie? Ich habe Akademie. In Eberswalde habe ich studiert. Kurz vor dem Examen betraf ich das Unglück. Ich verlor ein Auge auf Jagd, Herr Baron. Ich bekam ein Schrotkorn, das linke Auge. Von dem war leider nichts zu ermitteln. Da musste ich dann die Karriere aufgeben. Also, Pension bekommen Sie nicht? Nein. Ich habe mich nur noch so ziemlich durchgefressen. Mein Name ist doch nun schon ziemlich genannt. Ist Ihnen vielleicht mein Schwager bekannt?
Herr Oberförster von Wachsmann. Jawohl, ich korrespondiere viel mit ihm. Außerdem sind wir Vereinskollegen. Verein zur Züchtung von Vorstehunden. Ja, sind alle mit ihm bekannt? Es ist mir ja angenehm zu hören, das erleichtert die Sache ja wesentlich. Und begründet das gegenseitige Vertrauen. Da hindert uns ja nun nichts mehr, Herr Modus. Sie schreiben mir also in Ihrem Briefe, Sie haben Gelegenheit gehabt, den Dr. Fleischer zu beobachten. Na, erzählen Sie mal, was Sie sehen. Als ich vor einem Jahr circa die Villa Krüger bezog, Herr Baron, da hatte ich keine Ahnung, mit wem ich zusammengeraten würde. Sie kannten weder Fleischer noch Krüger? Nein. Wie das so ist in meinem Hause, ich konnte mich schlecht zurückziehen. Was kann denn da so für Leute ins Haus? Ich verstehe. Kreti und Pleti. Demokraten. Gab es regelmäßige Zusammenkünfte? Alldonnerstäglich, so viel ich weiß. Da wollen wir doch mal ein Augenmerk drauf haben. Jawohl, Herr Amtsvorsteher. Sie verkehren jetzt nicht mehr mit den Leuten. Das war aber zuletzt nicht mehr möglich, ja. Weil einfach widerwärtig, was? Das war mir gänzlich zuwidergebracht. Das ganze ungesetzliche Wesen, das freche Spott über hohe Personen, das konnten Sie zuletzt einfach nicht mehr mit anhören. Na, ich blieb, weil ich mir dachte, wer weiß, wozu es gut ist. Aber endlich haben Sie doch gekündigt. Ich bin gezogen, jawohl, Herr Baron. Und endlich haben Sie sich entschlossen... Ich habe es für meine Pflicht gehalten... ...die Behörde davon zu unterrichten. Das finde ich sehr ehrenwert von Ihnen. Er hat also so ein Wort gesagt, wir werden ja später protokollieren, auf eine Persönlichkeit bezüglich, die uns allen ehrfurchtgebietend hochsteht. Das hat er gesagt, ja. Das würden Sie eventuell beeiden. Das würde ich eventuell beeiden. Sie würden es auch beeiden müssen? Jawohl, warum? Das wäre allerdings. Wir könnten noch einen Zeugen bekommen. Ich müsste mich mal umsehen, Herr Baron. Nur wirft der Mann so mit Geld herum, da müsste ich natürlich... Ach, machen Sie mal. Da kommt schon der Krüger, möchte doch den Mann lieber vorher abfertigen. Bin jedenfalls sehr verbunden, dass Sie mich so tatkräftig unterstützen. Man ist ja geradezu darauf angewiesen, wenn man heutzutage etwas ausrichten will. Bitte, setzen Sie sich doch. Moin, Herr Amtsvorsteher. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Was wünschen Sie denn? Bestohlen bin ich, Herr Amtsvorsteher. Bestohlen? Ja, bestohlen. Ich bin bestohlen. Man hat mir 2 Meter Holz entwendet. Ist doch sonst hier in der letzten Zeit nicht das Geringste vorgekommen. Was? Nicht das Geringste? Ach, du lieber Gott. Steh ich wohl zum Spaße hier, wie? Sie brauchen deshalb nicht ausfällig zu werden. Wie heißen Sie übrigens? Wie ich heiße? Ja, wie heißen? Na, ist Ihnen denn mein Name nicht bekannt? Ich denke, mir hatten schon mal das Vergnügen. Bedauere, ich wüsste mich kaum zu erinnern. Das wäre schließlich hier auch ganz gleichgültig. Grüche heiße ich. Rentier vielleicht. Ja, Rentier und Hausbesetzer. Bitte legitimieren Sie sich. Grüche heiße ich. Da wollen wir doch nicht erst lange Umstände machen. Ich wohne seit 30 Jahren hier. Mich kennt jedes Kind auf der Straße. Wie lange Sie hier sind, geht mir nichts an. Ihre Identität möchte ich ja nur feststellen. Herr Motes, ist Ihnen der Herr bekannt? Ach so, verstehe. Na, bitte, setzen Sie sich. Nun, also, Glasner... Aber zu dienen, das ist der Herr Rentier Krüger von hier. Ja, also. Holz ist Ihnen also gestohlen. Ja, Holz. 2 Meter Kiefer, ne Knippel. Und haben Sie das Holz im Schuppen gehabt? Nee, das ist ja nur wieder eine ganz andere Sache. Das ist eine ganz besondere Klage. Schon wieder eine. Wie meinen Sie? Nichts. Reden Sie nur gefälligst weiter. Das Holz war also nicht im Schuppen. Nein, das Holz lag im Garten. Das heißt also eigentlich vor dem Garten. Mit anderen Worten, es lag auf der Straße. Nein, es lag vor dem Garten auf meinem Grundstück. Sodass jeder ohne weiteres hinzukommt. Ja, das ist ja eben die Schuld des Dienstmädchens. Die hätte das Holz doch am Abend reinräumen müssen. Und da hat sie es verschwitzt. Nein, sie hat sich geweichert. Und als ich weiter darauf bestand, da ist sie einfach davongelaufen. Jetzt werde ich ihre Eltern verklagen. Ich beanspruche vollkommenen Schadenersatz. Das mögen Sie halten, wie Sie wollen, aber helfen wird es wohl nicht viel. Haben Sie nun irgendjemanden in Verdacht? Nein. Hier ist ja alles verstohlenes Back. Bitte vermeiden Sie das Verallgemeinern. Na gut. Sie müssen mir doch irgendetwas an die Hand geben. Ich werde doch nicht einen Menschen auf gut Glück beschützen. Wer wohnt außer Ihnen in Ihrem Hause? Dr. Fleischer. Dr. Fleischer. Der Mann ist, was? Grundgelehrt. Jawohl, ein grundgelehrter Mann. Da
Da sind die beiden wohl sehr intim miteinander. Mit wem ich intim bin, das ist meine Sache. Das gehört überhaupt gar nicht hierher. Wie soll man denn schließlich da etwas ermitteln? Sie müssen mir doch irgendetwas an die Hand geben. Ich muss? Du lieber Gott. Ich muss! Mir sind 2 Meter Holz gestohlen. Ich komme hierher, um den Diebstahl anzuzeigen. Sie müssen doch einen Verdacht haben. Irgendwer muss das Holz doch gestohlen haben. Nein, ich nicht. Ich ganz bestimmt. Aber lieber Mann. Was heißt lieber Mann? Ich heiße Herr Krüsch. Ha? Nun, Glasenapfel. Protokollieren Sie also. Was ist denn nun mit dem Mädchen, Herr Krüger? Das Mädchen ist Ihnen fortgelaufen? Ja, ganz gewiss. Zu den Eltern zurück. Sind die Eltern am Ort? Was für ein Wort? Ob die Eltern des Mädchens hier am Ort sind? Das ist doch die Tochter der Waschfrau Wolfen. Der Wolfen? Die heute bei uns wäscht, Glasenapfel? Zu Befehl, Herr Amtsvorsteher. Äußerst merkwürdig. Diese fleißige und ehrenhafte Person. Verhält es sich so, die Tochter der Wolf? Ja, die Tochter der Waschfrau Wolf. Und ist das Mädchen zu Ihnen zurückgekommen? Nein, bis jetzt nicht zurückgekommen. Da wollen wir gleich mal die Wolfen rufen. Mitteldorf. Mitteldorf! Sind wohl sehr müde, was? Gehen Sie mal rüber auf den Hof. Wolfen sollen ja zu mir kommen. Bitte setzen Sie sich, Herr Krüger. Ach, Götter, Gott, ist das ein Leben. Doch gespannt, was dabei herauskommt. Muss ja irgendetwas nicht ganz stimmen. Halte nämlich sehr viel von der Wolfen. Das Weibsbild arbeitet wie 4 Männer. Meine Frau sagt immer, wenn die Wolfen nicht kommt, so braucht sie statt ihrer 2 Frauen zum Waschen. Hat auch gar nicht üble Ansichten. Ihre Töchter sollen zur Oper gehen. Na, da mach ja wohl eine Schraube los sein. Ist aber doch kein Charakterfehler. Was haben Sie denn da hängen, Herr Modus? Ratschling. Bring ich fast das Seidel. Seien Sie mal her, so ein Ding. Man muss so ein Stück Wild nur so langsam erwürgen. So, hier bin ich. Na, was hat's denn du? Was gibt's denn mit der Wolfen? Frau Wolf, ist Ihnen der Herr bekannt? Welcher Herr denn? Der etwa? Das ist doch Herr Krüger, den wir ich ja wohl etwa kennen, nicht wahr? Moin, Herr Krüger. Morschen, morschen. Ihre Tochter ist bei Herrn Krüger im Dienst? Wer, meine Tochter? Jawohl, Leontine. Na, das heißt, sie ist Ihnen ja davongelaufen. Allerdings, machen Sie doch mal Ehe. Na, was habt ihr denn nun eigentlich beide miteinander? Frau Wolf, ja, hören Sie mal auf mich. Ja. Ihre Tochter muss doch gleich in den Dienst zurückkehren. Ine, die behalten wir von jetzt ab zu Hause. Das ist nicht so leicht, wie Sie sich denken. Herr Krüger hat nötigenfalls das Recht, polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Da müssten wir Ihre Tochter zurückbringen. Ja, mein Mann hat sich's nur halt mal in den Kopf gesetzt. Der will sie halt durchaus nicht mehr fortlassen. Und wenn mein Mann sich erst mal was in den Kopf setzt, doch ihr Männer, ihr seid doch alle ja zu schrecklich, geht's auch nicht. Nein, nein, das lassen Sie mal gut sein, Frau Wolfen. Ihre Tochter ist seit wie lange zu Hause? Seit gestern Abend. Schön, seit gestern. Sie hat sollen Holz in den Schuppen rollen und hat sich geweigert. Wer ist doch geweigert? Das Mädel weigert ihn noch keinen Dienst. Na, das hätte ich dem Mädchen doch vorhin anstreichen. Haben Sie gehört, was Frau Wolf sagt? Also das Mädchen ist immer willig gewesen. Wenn die mal mit einem Handgriff verweigert, dann hätte ich gerne... Sie hat sich geweigert, das Holz ja, Holz reinschleppen. Der Nacht um 11:30. Wird das aber auch von so einem Kinde verlangt. Das Wesentliche ist nun, Frau Wolf, das Holz ist draußen liegen geblieben. Und heute Nacht ist es gestohlen worden. Gestohlen? Und Sie werden mir das Holz ersetzen, Frau Wolf. Ha. Ich erfinde, nun warten Sie sich doch ab. Sie werden mir das Holz auf Heller und Pfennig ersetzen. Ja, das wäre ja eine neue Mode. Na, hab ich Ihnen vielleicht das Holz gestohlen? Ach, komm, dann lassen Sie sich doch mal den Mann erst beruhigen. Nee, wenn mir Krieger so kommt, so mit Holz bezahlen und solche Sachen, das hat aber bei mir kein Glück nicht. Ich bin gewiss immer freundlich zu Leuten, kann sich kein Mensch über mich beklagen. Aber wenn's mal sein muss, warum denn nicht? Da rede ich frisch von der Leber weg. Auf den Kopf rumtrampeln, lass ich mal nicht. Ereifern Sie sich nur nicht, Frau Wolf. Bleiben Sie nur immer ruhig, ganz ruhig. Sind uns ja nicht mehr unbekannt, dass Sie fleißig sind und ehrenhaft. Das wird Ihnen hier niemand bestreiten. Also, was haben Sie nun dagegen zu sagen? Die Frau kann gar nichts dagegen sagen. Also nur ihr Leute, beschlichtet aber 13. Ist das Mädel nur meine Tochter? Da soll ich nichts dazu sagen dürfen. Sie da suchen sich aber mal eine Dumme aus. Da kennen Sie aber die Mutter Wolfen schlecht. Ich halte von niemandem hinterm Berge. Und wenn es unser Amtsvorsteher persönlich wäre, geschweige denn vor Ihnen, dann können Sie mal glauben. Ich greife ja Ihre Erregung, Frau Wolfen, aber wenn also Sie da Sache habe ich nur bei den Leuten so gearbeitet. Ruhig. 10 Jahre habe ich bei dem der Wäsche hier waschen. Und wir haben uns immer gut vertan. Auf einmal will der mir also kommen.
kommen. So zu Ihnen komme ich überhaupt nicht mehr. Das kennen Sie aber gleich. Das brauchen Sie auch gar nicht. Na. Gibt Frauen genug, die waschen können. Und das Obst und das Gemüse aus Ihrem Jahren kann ich jetzt ohne andere verkaufen. Och, das wäre ich auch so los. Da ist gar keine Bange. Ja. Sie hätten bloß brauchen, in Briesel zu nehmen und Ihre Tochter zu mir zurückschauen. Ich lasse meine Tochter nicht schinden. Och Gott, wer hat denn Ihre Tochter geschunden? Ein halbes Gerippe ist Ihnen das Mädel da geworden. Och Gott, das soll sie nicht die ganzen Nächte durchtanzen. Wie ein Stein schläft den ganzen Tag. Wo hatten Sie denn das Holz gekauft? Dauert die Sache hier nur noch lange? Weshalb denn, Frau Wolf? Na, wegen meiner Wäsche. Wenn ich hier meine Zeit verstehe, kann ich heute nicht fertig werden. Also, das kommt ja nicht in Betracht. Na, na, und Ihre Frau, was würden die dazu sagen? Ne? Wenn jetzt mal gleich mal rummachen, ist es erst mal mit dir aus. Es dauert doch nur eine Minute. Da können Sie es doch gleich mal sagen, Frau Wolf, Sie sind doch hier im Dorf rum bekannt. Wem trauen Sie so einen Diebstahl zu? Wer könnte das Holz gestohlen haben? Nee, dazu kann ich ja nichts sagen. Sie haben auch ja nichts Verdächtiges bemerkt? Ich war ja die Nacht ja nicht erst zu Hause. Ich musste ja nach Treptow Jense einkaufen. Um welche Zeit war das? Das war so gleich nach 10 musste ich wissen. Mitteldorf war dabei, als wir loszogen. Und eine Holzfuhre ist Ihnen dann nicht begegnet? Nee, wüsste ich nicht. Nee. Wie ist Mitteldorf? Haben Sie nichts bemerkt? Mir ist nichts Verdächtiges aufgestoßen. Ja, das ist selbstverständlich. Das wusste ich schon vorher. Wo hatten Sie also das Holz gekauft? Hey, zum Messen müssen Sie denn das nur wieder wissen? Sie werden das, denke ich, doch mir überlassen. Ja, bei der Forstverwaltung natürlich. Das ist doch gar nicht so natürlich. Es gibt doch zum Beispiel Holzgeschäfte. Ich zum Beispiel kaufe mein Holz bei Sandberg. Warum sollten Sie nicht beim Händler kaufen? Er kauft überdies beinahe profitabler. Also, Herr Amtsvorsteher, ich habe nur nicht länger Zeit. Was heißt Zeit? Sie haben nicht Zeit. Nein. Kommen Sie zu mir oder ich zu Ihnen? Nehme ich Ihre Zeit in Anspruch oder Sie die meine? Das ist ja Ihr Amt. Dafür sind Sie ja da. Will ich vielleicht Ihr Schuhputzer haben? Ich habe silberne Löffel gestohlen. Verbinden Sie mit diesen Unteraufsichtungen. Da hört Sie doch alle. Schreien Sie nicht so. Oh Gott, Sie schreien, Herr. Sie sind halb taub, da muss ich schreien. Sie schreien immer, Sie schreien jeden an Ihr her. Ich schreie niemanden an, schweigen Sie still. Ach, Sie spielen sie ja bloß hier als Verweis was auf Sie. Sie schikanieren den ganzen Ort. Das wird noch ganz anders. Warten Sie es nur ab. Ich werde Ihnen noch viel unbequemer. Das macht nicht den geringsten Eindruck auf mich. Gerne groß sind Sie, weiter gar nicht. Sie wollen es bloß hier aufspielen. Weiter gar nicht. Als ob Sie der König selber wären. Hier bin ich auch König! Dann lassen Sie mal gut sein. In meinen Augen sind Sie gar nicht. Ganz simpler Amtsvorsteher sind Sie. Das heißt, Sie müssen erst einmal lernen, einer zu werden, wenn Sie nicht augenblicklich schweigen. Ach, dann lassen Sie mich wohl arretieren, was? Das möchte ich Ihnen aber nicht geraten haben. Das könnte Ihnen sehr gefährlich werden. Gefährlich? Sie? Haben Sie gehört? Und wenn Sie wühlen und intrigieren mit Ihrem ganzen lieblichen Anhang, mich werden Sie hier von der Stelle nicht fortkriegen. Oh, lieber Gott, ich gegen Sie wühlen. Dazu ist mir Ihre ganze Persönlichkeit viel zu gleichgültig. Aber das sage ich Ihnen. Wenn Sie sich nicht ändern, das glauben Sie mir, dann richten Sie hier so viel Unheil an, dass Sie sich hier gänzlich unmöglich machen. Herr Botes, man muss das Alter berücksichtigen. Bitte mich zu Protokoll zu vernehmen. Bitte erstatten Sie schriftliche Anzeige. Ich habe im Augenblick keine Zeit. Da kommen die Leute mit solchen Lappalien. Machen Sie, dass Sie zum Waschen kommen! Lieber Herr Motes, so ein Posten wird einem schwer gemacht. Wenn man nicht wüsste, für was man hier steht, da könnte man manchmal die Büchse ins Korn werfen. So aber heißt es, tapfer aushalten. Was ist es denn schließlich, für was man kämpft? Die höchsten Güter der Nation! Einundvierzig, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, hab dich nicht, 49, 50, ob du wohl das Geld beiseite 51, du sollst mich in Ruhe lassen, Julian, 52, wenn du uns mal noch nach Plätzen sehen. Du sollst dem Blech zusammenreden. Psst, das Mädel kommt. Ja? Moin, Mama. Oh, moin. Hast du schön geschlafen? Du wärst wohl welche gewesen, die Nacht? Das wirst du wohl geträumt haben, hm? Du, ne, mach nach Holz dazu, aber feder ein bisschen. Wo hast du denn die wieder her? Wo kauft man Schäbe? Du sollst doch von dem Kerl nicht geschenkt nehmen. Julian. Julian, komm mal her und hör mal drauf. Hier habe ich nur 59 Taler. Ist doch bei Vulko nicht anders. Um ihn wird man ja immer beschummelt. Denn 60 hat er uns doch geben wollen. Die tue ich nur hier in den Beutel rein. Verstehst du? Nun nimm deine Hacke, geh ins Ziehenstall und mach ein Loch. Aber unter der Krippe, wo es am trockensten ist. Und da kannst du mir den Beutel reintun. Hörst du? Und einen flachen Stein deckst du mal so drüber. So, nur halt er nicht lange auf. Hey, ich denke, du willst ein Fischermatt abzahlen. Ob du wohl tun kannst, was ich dir sage. Du mach mal nicht eklig, sonst kriegst du mal drauf, all. Ich geb's nicht zu, dass das Geld ins Haus bleibt. Wo soll denn hinkommen? Na, das nimmst du und bringst du bei Fischern hin. Hm. Du hast doch gesagt, all, wir wollen was mit abzahlen. Bist doch ein zu strohdummer Kerl. Wenn du mich nicht hättest, da wärst du doch verloren. Oh, schrei du mal noch mehr. Dann muss ich doch schreien, wenn du so dumm redst. Der redet doch nicht so dumm, brauche ich auch nicht zu schreien. Wenn wir jetzt das Geld zu Fischern bringen, na dann pass mal auf, was uns da passiert. Ach, ich sage ja mit die ganze Geschichte. Na, was habe ich denn davon, wenn ich sitzen muss? Jetzt hat's aber Zeit, dass du stille bist. Pass bloß auf dich auf und nicht auf mich, ja? Hast du den Schlüssel schon in den Spree geschmissen? Da bin ich denn schon ans Wasser gekommen. Jetzt hat's aber Zeit, dass du Bene machst. Sie sollen wohl den Schlüssel bei dir finden. Na? Nee, warte mal, Julian. Gib den Schlüssel her. Was willst du denn mitmachen? Das geht dich nichts an, das sind meine Sachen. Und jetzt zieh in den Stall und wenn du fertig bist, kommst du und trinkst Kaffee. Ja, das hätte ich meinen sollen früher gewusst haben. Wo hast du das Holz hergenommen? Von dem neuen Knippelholz. Du sollst doch von dem neuen Holz nicht nehmen. Schau doch nicht, wer wegkommt. Was du bloß willst. Was fällt denn dir ein, ne? Werd erst mal trocken hinter den Ohren. Ich weiß, wo der ist. Wie meinst du das, Mädel? Ich mein das Holz. Hm? Quasi nicht. Haben wir auf der Auktion gekauft. Ah ja, wenn man wahr wär. Das ist ja stibitzt. Was? Was ist das? Stibitzt. Das ist ja das Holz von Krüjas Mama. Leontina hat's mir erlaubt. So, da hast du deine Antwort. Wir seien keine Diebe. Und jetzt hier und mach mal deine Schularbeiten. Aber mach's da sauber, sag ich da. Ich komm nachher an Seemas an. Ich denke, ich kann hier in Schlittschuh laufen. Oh, von dem Konfirmandenunterricht. Ja, den hast du ja sonst ja vergessen. Der ist erst Dienstag. Morgen ist er. Lern mal jetzt ja deine Bibelsprüche. Ich komm nachher und überhör dich. Jesus sprach zu seinen Jünger, wer kein Löffel hat, ist mit dem Finger. Na, Julian, hast du doch richtig gemacht? Wenn da nicht gefällt, dann macht das man alleine. Doch, weiß Jott, das tut man doch immer am besten. Na, da trink, hier, Kaffee. Ach. Warum bloß Vulko hat fortgekonnt? Noch bei dem Tauwetter. Hm. Mal zu doch, Tauwetter. Ja. Von mir aus kann es meinetwegen auch ein bisschen frieren, deswegen wird er nicht gleich sitzen bleiben. Der ist schon längst ein Stück im Kanal. Ja, wenn er mal nicht noch all an der Brücke liegt. Von mir aus kann der liegen, wo er will. Den Vulko noch mal gehörig rinschlittern, das kannst du mal dreistig loben, verstehst du? Ja, sind doch seine Sachen, sind doch nicht unsere Sachen. Ja, aber dann sitzen wir all auch in der Patsche. Lass du sie mal finden, den Pelz bei Vulko. Was denn für ein Pelz? Na, Krüger sein Pelz. Red nicht so ein Blech zusammen, verstehst du? Verbrennt da dein Maul nicht an fremde Sachen. Das betrifft mir all auch. Ein Dreck betrifft sich, geht dich ja nicht an. Das sind meine Sachen, nicht deine Sachen. Ach, bist du ja kein Mann, bist ein altes Weib. Hier ist die Geld, mach, dass du fortkommst. Geh rüber zu Grabon und trink einen Schnaps. Von mir aus macht er auch einen lustigen Sonntag. Ja, rein? Na, immer mal rein, wer hier bei uns rein will. Och, Philippchen, du kommst uns auch mal besuchen. Na, da
Das ist aber schön, du. Das rechne ich mal hoch an. Oh. Na, du zieht aber ganz schnell den Paletto aus. Hier drin ist nämlich warm, ja? Hier wirst du nicht frieren. Ja, Frau Waffen, es zieht. Ich glaube, es zieht. Aber es. Wer wird denn so weiche Backen sein, nicht? So ein bisschen Zucht. Dankeschön. Das schadet doch unserem Kleinen hier nicht. Aber, nein, bewahre, wo denken Sie denn hin? Im Augenblick hat der Junge was weg. Komm, beweg dich, Philippchen. Immer beweg dich, ja? Ja, siehst du, Philippchen, sonst wirst du krank. Du brauchst doch bloß langsam hin und her gehen. Ich will aber nicht! Oh, nur lassen Sie, Mann. Morgen, Frau. Moin, Herr Fleischer. Besuchen Sie uns auch einmal wieder. Morgen, Herr Wolf. Moin, Herr Fleischer. Seien Sie willkommen und nehmen Sie Platz. Tja, wir wollen uns gar nicht lange aufhalten. Och, wenn wir so einen schönen Besuch kriegen, gleich in der Früh, da werden wir doch auch einen glücklichen Tag haben. Nicht wahr, mein Junge? Du bringst mal Glück. Na, nun komm. Nun erzähl mal was. Zoologischen Garten gewesen. Da habe ich Stöhe gesehen. Hier haben sie mit goldenen Schnäbeln gebeißt. Was mit goldenen Schnäbeln? Sag mal, das ist doch nicht möglich. Du lügst mal ja an. Also, Junge, jetzt fress ich die auf. Ich fress die Reide auf, mein Junge. Ach, Herr Dr. Fleischer, den Jungen behalte ich. Das ist mein Junge. Gell? Bist du mein Junge? Na, erzähl mal, was macht denn deine Mutter? Hm? Sie ist gesund und lässt Gemüse. Und sie machen morgen Sieh ihn an, ach so ein Junge, was der schon alles bestellen kann. Ach, der Junge quält mich, er will mal Kahn fahren, geht das? Na freilich, du sprühst doch frei, Adelheid kann so ein Stückel rudern. Ja, der Junge lässt nun mal nicht locker, der hat sich das so in den Kopf gesetzt. Komm her, ich werde dir was Schönes zeigen. Nee. Oh, Gott. Nicht ungezogen, hast du? Da sieh mal die schöne Apfelsine. Na komm, dann geh mal mit. Aber nicht betteln, Philippchen. Komm, ich esse mal jetzt mit. Ach, Junge. Muss ihn immer bloß ansehen. Weiß nicht, wenn ich so einen Jungen sehe, dann ist man's. Als müsste ich immer gleich heulen. Haben Sie nicht auch mal so einen Jungen gehabt? Freilich. Aber es nutzt das alles. Davon macht man nicht wieder lebendig. Tja. Sehen Sie, Herr Doktor, das sind so Lebenssachen. Naja, man muss zu vorsichtig sein mit den Kindern. Hm. Da kann man vorsichtig sein, wie man will. Was kommen soll, das kommt. Naja. Was haben Sie nun mit Herrn Motes gehabt? Ich nichts. Was soll ich denn mit dem gehabt haben? Och, ich meinte bloß so. Wissen Sie was, trinken Sie erst mal eine Tasse Kaffee bei mir, ja? Ja, der ist noch heiß. Wie alt ist denn Ihre Tochter eigentlich jetzt? Die kommt doch zu Ostern aus der Schule. Wie ist es, Herr Dr. Fleischer? Wollen Sie sie haben? Also zu Ihnen, da jewig die Janen. Ja, warum denn nicht? Das wäre gar nicht übel. Das ist ein strammes Mädel geworden. Ja. Also wenn sie auch jung ist, das sage ich Ihnen. Arbeit mit jeder um der Wette. Und wissen Sie was? Sie ist manchmal ein Strick, ja? Und sie tut auch manchmal nicht gut. Aber dumm ist sie nicht. Nee, die hat ihn Genie. Ja, das kann ja immerhin möglich sein. Nee, nee. Lassen Sie sich doch ein einziges Mal was von dir aufsagen. So ein Gedichte oder was gerade das. Also das kann ich Ihnen sagen, Herr Dr. Fleischer. Da kommen Sie aus der Jänsehaut nicht mehr raus. Ach, Sie können Sie doch mal rinrufen lassen, wenn Sie wieder so Berliner Besuch haben. Zu Ihnen kommt da immerhin allerhand Dichter, nicht? Die ist nämlich dreist, ja? Die legt doch gleich los und deklamiert ihn. Wunderschöner. Naja, jetzt werde ich Ihnen mal einen guten Rat geben. Aber Sie dürfen mir's auch nicht übel nehmen. Nur einen guten Rat nehme ich nie übel. Aufs Erste schenken Sie nicht so viel weg. Das dankt Ihnen hier kein Mensch. Schenkt doch gar nicht so viel weg, Frau. Nee, nee, ich will schon, reden Sie nicht erst. Macht mir die Leute hier bloß stutzig. Da heißt gleich... Sie seien Demokrat und seien Sie auch beim Reden immer ja vorsichtig. Wie soll ich denn das verstehen, Frau Wolf? Na, man kann sich doch denken, was man will, aber beim Aussprechen, da muss man halt vorsichtig sein. Sonst sitzt man doch im Loch und man weiß nicht wie. Dann machen Sie aber keinen Unsinn, Frau Wolf. Nee, ich sag das in allem Ernst, Herr Dr. Fleischer. Und nehmen Sie sich bloß vor diesem Menschen in Acht. Vor welchem Menschen meinen Sie denn? Na, von dem wir da vorhin geredet haben. Vor dem Motes etwa? Sie müssen doch mit dem Menschen was gehabt haben. Ich verkehre doch gar nicht mehr mit ihm. Ja, sehen Sie, das habe ich mir gedacht. Wenn Sie, das kann mir kein Mensch verdenken, Frau. Na, verdenke ich Ihnen doch. Ich meine, das wäre ja noch schöner, mit einem Schwindler, mit einem notorischen Schwindler verkehren. Sie haben ganz recht, es ist auch ein Schwindler, ja. Aber... Jetzt ist er zur Kuchendreier gezogen. Die alte Frau kann sehen, wo sie bleibt. Hm? Was die etwa hat, das wird sie schon loswerden mit so einem Kerl. Einem förmlichen Zuchthäusler. Ja, er lässt aber halt manchmal Reden fallen. Wieso, über mich? Ach, da bin ich ja neugierig. Sie sollen, glaube ich, was Schlechtes gesagt haben über eine hohe Person oder was. Was genaues wissen Sie nicht? Nee, er ist halt viel mit Wehrhahn zusammen. Wissen Sie, was ich will, in was Jahren? Gehen Sie zur Mutter Dreiern. Die alte Hexe, die riecht jetzt auch schon Lunte. Da sind sie doch bisher immer so ums Maul gegangen. Und jetzt fressen sie ihr die Haare vom Kopf. Die ganze Sache ist doch Unsinn. Gehen Sie zur Mutter Dreiern, das kann es schaden. Die hat mir nämlich eine Geschichte erzählt.
Ärzte zum Meineid verleiten wollen, jehen sie. Na, da hätten sie doch den ganzen Kerl in der Hand. Ja, ich kann ja mal hingehen, meinetwegen. Schließlich ist mir die Sache egal. Ja, aber... Ach, das müsste doch mit dem Deibel zugehen, wenn so ein Kerl da... Ach, der soll mir nur ankommen. Du, Philippchen. Philipp, wo bist du denn? Wir wollen jetzt gehen. Wir sehen uns so schöne Bilder an. Ach, was sagen Sie übrigens zu der Geschichte? Wieso, zu welcher denn? Was, Sie haben noch gar nichts darüber gehört? Nee, was ich Ihnen sage, ach. Julian, mach und geh, dass du zeitig zum Mittag wieder zu Hause bist. Wir haben nämlich heute ein Kaninchen geschlachtet. Ah. Na, bist du noch nicht fertig? Das war riesen die Mütze aufsetzen. Ich kann es nicht sehen, wenn ihr da so dämelt. So kommst du heute nicht, kommst du morgen. Bei mir muss immer alles weg vom Fleckchen. Heute Nacht ist bei Krüger wieder mal eingebrochen worden. Krüger? Was, Krüger? Seien Sie aber stille, ja? Nun hören Sie aber mit dem Mann auf. Auf den habe ich ja einen Boost. Oh. Wie wir beide miteinander gestanden haben. Jeder hin und macht mal schlecht vor den Leuten. Sag mal, gehst du jetzt oder gehst du nicht? Ja, ich gehe ja schon, Richtermann hier oben. Ja, schon gut. Ja, also wie ich Ihnen eben sagte. Naja, ich meine, wie ihm das Holz gestohlen wurde, da hat er sich ja wohl mal ein bisschen gezankt mit Ihnen, aber das hat er längst bereut. Och, ne der und bereut. Nicht, aber wie ich Ihnen sage, Mutter Wolfen. Hm. Überhaupt noch der letzten Geschichte. Sie stehen bei dem Mann groß angeschrieben. Oh. Na, das Beste wäre, Sie vertrügen sich. Nee, wir hätten vernünftig miteinander reden können. Aber gleich mit der Polizei kommen, ja, nun nicht. Die alten Leutchen waren ja auch schlimm dran. Ja. Das Holz vor 8 Tagen. Heute der Pelz. Was? Na, jetzt aber raus mit der großen Neuigkeit. Sie haben halt wieder mal eingebrochen. Gestohlen? Ja. Machen Sie bloß keinen Unsinn. Und zwar einen nagelneuen Pelz. Nee, wissen Sie. Also nächsten ziehe ich ja hier fort. Das ist ja eine Bande da hier. Das ist man ja seines Lebens nicht mehr sicher. Also solche Menschen, man soll das nicht glauben. Ja, da können Sie natürlich denken, was hier für ein Hallo ist. Mhm. Und wirklich, es war ja auch ein recht teures Stück. Ich glaube, Nerz oder... Ist das sowas Ähnliches wie Biber, Herr Dr. Fleischer? Ach ja, das kann sogar Biber gewesen sein. Aha. Die Leute waren ganz stolz drauf. Das heißt, gelacht habe ich im Stillen doch. Das wirkt ja immer sehr komisch, wenn sowas entdeckt wird. Also Sie seien ja unbarmherzig, Herr Dr. Fleischer. Also über sowas könnte ich nur nicht lachen. Nun, aber meinen Sie vielleicht, dass ich mit dem Mann kein Mitleid habe? Also, nee, was müssen das bloß für Menschen sein? Will dann ja nicht in den Kopf andere Leute um das Ihre hier bringen? Pfui Deibel. Also lieber würde ich arbeiten, bis ich dort hinfalle. Frau Wolf, können Sie denn nicht mal so ein bisschen rumhorchen? Ich glaube nämlich, der Pelz ist im Ort geblieben. Hat man denn auf niemanden Verdacht? Ja, da hat so eine Waschfrau bei Krüger gewaschen. Was, die Millern? Die hat so eine große Familie? Ja, eine große Familie hat die Frau. Aber stehlen? Nee. Ein bisschen mal mausen. Ja. Ja, natürlich hat Krüger sie rausgejagt. Ja, es müsste aber auch rauskommen, schockschwere Not. Müsste ja mit dem Teufel zu gehen. Na, wenn ich hier Amtsvorsteher wäre. Der Mann ist ja dumm, strohdumm. Ich sehe durch mein Hühnerohre mehr als der durch sein Glasohre. Können Sie mal glauben. Ja, das glaube ich. Wenn es mal drauf ankommt, dann stehe ich eines Tages einen Stuhl so unterm Hintern weg. Ja. Ja. Philipp. Also allein, Sie kann komm, das, dann kommt er jetzt ein Stück rudern. Bin schon fertig. Komm her, du, ich nehme noch eine Ab. So, mein Kleiner. Ja, schön. Kann mal vorangehen, Kahn fertig machen. Los, warm einpacken. Ja. Der Junge ist ja so anfällig. Und, so. Na? Auf dem Wasser wird's windig sein. Wie steht's überhaupt denn mit Ihrer Gesundheit, Herr Dr. Fleischer? Na ja, viel besser, seitdem wir hier draußen leben. Das ist schön, da freue ich mal drüber. So, mein Kleiner. Mama, Herr Krier. Was, wer? Herr Krier. Das ist doch nicht möglich. Na ja, er wollte den morgen zu Ihnen kommen. So. Also, wie immer, der Wolf. Morgen, Herr Dr. Fleischer. Du bleibst hier. Hilfst mir, dass wir das Holz wegkriegen. Warum denn, Mama? Ach, wen, Herrn Krier? Was will denn sonst, du dumme Jans? Hier hört sich das, wie das am Sonntagmorgen bei uns aussieht. Was soll denn Herr Krier bloß von uns denken? Um Gottes Willen, Herr Krier. Nee, bitte ja nicht erst bei uns umgehen. Ne? Es sieht hier noch ja zu schrecklich aus. Das lassen Sie mein Gut sein, Frau Wolf. Sie gehen die ganze Woche auf Arbeit. Da kann am Sonntag nicht alles gefecht sein. Sie sind eine ordentliche Frau. Sie sind eine ehrliche Frau. Und was zwischen uns gewesen ist, das wollen wir gänzlich vergessen, denke ich. Ja, ich habe ja auch niemals was gegen Sie gehabt, Herr Krier. Ich habe immer gern bei Ihnen gearbeitet. Aber als sie damals gleich so heftig wurden, da ging der Boost so mit mir durch. Ach, das hat mir ja leid genug getan. Gott, Sie kommen wieder zu uns und waschen bei uns. Ja. Wo ist denn Ihre Tochter, die Leondine? Die ist doch mit Grünkohl beim Postvorsteher. Das Mädchen geben Sie wieder zu uns. Ja. Statt 20 bekommt sie 30. Nee, ach Gott, wir sind doch sonst immer zufrieden gewesen mit ihr. Vergeben und vergessen mir alles. Ja. Naja, hätte ja auch alles ja nicht zu sein brauchen, das Mädel. Das Mädel ist doch ein dummes Kind. Aber wir beten Alten, was? Wir haben uns doch immer gut vertragen. Sache ist also abgemacht, hm? Abgemacht, Herr Krüger. Na, abgemacht. Gott sei Dank. Ja. Ach, Gott, ach, Gott.
Nee, was sagen Sie denn nur, Frau Wolf? Was mir passiert ist, was sagen Sie dazu? Also wissen Sie, dazu kann ich ja nichts mehr sagen. Ne? Aber nur diesen Herrn von Wehrhahn. Der ehrlichen Bürger kujonieren, Schikanen und Quälereien, da denken, was steckt der Mann nicht alles seine Nase? Bloß in was, was er haben soll, nicht? Da hat er sie nicht. Aber ich gehe jetzt hin und mache Anzeichen. Ich lasse nicht locker, die Sache muss rauskommen. Da haben Sie auch ganz recht, Herr Krüger, lassen Sie es nicht auf sich sitzen. Und wenn, ich soll alles auf den Kopf stellen. Mein Belz wäre ich wiederbekommen. Na, hier muss ja mal gereinigt werden in dem Nest, sonst stehen die einem glatt noch das Dach über den Kopf. Na, stellen Sie sich das mal vor, ja. In 14 Tagen zwei solche Diebstähle. 2 Meter Knüppel. Ja, Herr Krüger. Wie Sie dort haben, Frau Wolf, so gutes, teures Holz. Da kennt man sich ärgern, dass man gerien wird. Pfui Teufel, kann ich nur sagen, nicht lasst mal zufrieden. Und wenn's mich 1000 Taler kosten soll, ich werde den Dieben schon auf die Spur kommen. Die Leute entgehen dem Zuchthaus nicht. Ja, das wäre aber auch ein Segen, wahrhaftchen J. Das dauert heute wieder ja zu lange. Ach, Geduld, Geduld. Wenn er wieder so spät kommt, hat er wieder nicht Zeit für uns. Und ihr mit eurer Lappalien da. Wir haben ganz andere Dinge zu tun. Och, ihr werdet doch schöne Dinge zu tun haben. Das ist ja kein Ton. Das passt sicher nicht. Haben Sie sich bloß ein bisschen mehr. Das Mädel ist vom Krüger her geschickt. Aber mal wieder die Pelzgeschichte, was? Ja, immer noch. Da hat der alte Kerl ja mal was. Da kann er sich mal ein bisschen ins Zeug legen, der olle Obein, ihr Querulant. Ihr mault doch bloß immer. Seht lieber zu, dass er endlich was rauskriegt. Wir sollen mal rüberkommen, Schlasen, ob der Herr Vorsteher will was von Sie wissen. Ach, da muss ich schon wieder mal unterbrechen. Moin, Mitteldorf. Wo bleibt denn der Vorsteher also lange? Schreibt ganze Bohren voll. Mhm. Sind wichtige Sachen, das kann ich Ihnen sagen. Es liegt was in der Luft. Was weiß ich noch nicht, aber das, was liegt, das weiß ich so sicher. Wir sind mal bloß acht, Jim, denn werden sie es erleben. Es kracht. Und wenn es kracht, dann hat es gekracht. Wie gesagt, ich verstehe ja nichts davon. Das ist alles die Neuheit. Die Neuheit ist alles. Mhm. Und von der Neuheit verstehe ich nicht. Es muss was geschehen. So geht es nicht weiter. Der ganze Ort muss aufgeräumt werden. Ich finde mir ja nun nicht mehr so hin. Weil der Herr Vorsteher war, der gestorben ist, der war hier in den bloßen Eckensteher. Könnt ihr da noch viel erzählen? Ich habe mal nicht Zeit. Mhm. Der Herr Baron vermisst mich. Ja. Der Wolf und es kracht, das können Sie mich loben. Na, wenn's man bei dem nicht etwa geschnappt hat. Was soll ich sagen? Ich hab vergessen. So, was hast denn zu meinem Krieger gesagt? Na, dass ich das Paket gefunden habe. Na, sonst du brauchst dir auch nichts zu sagen. Bloß, dass du forsch bist und resolut. Hm? Bist doch sonst nie aufs Maul gefallen. Oh, ich wünsche guten Morgen. Ja, aber Wolko, ihr seid wohl nicht gescheit. Was wollt ihr denn hier? Jo. Meine Frau hat was Kledes gekriegt. Was hat sie gekriegt? Kledet Mädchen. Na, muss ich wohl kommen aufs Standesamt. Aber ich denke, ihr seid schon längst im Kanale. Jo, wenn es nach mir ginge, da wäre ich denn hoch. Ich hab ja auch mal gleich losgemacht. Wie ich komme bis bei den Schleusen, da geht es mich weiter. Nun habe ich gelauert, denn der Spree sollte loslassen. 2 volle Tage und Nächte habe ich gelegen, bis denn mit meiner Frau zukam. No, den half kein Jammern, den musste ich doch retour. Da habt ihr den Kahn wieder an der Brücke? Na immer, wo soll ich den haben? Ach, du lasst mich zufrieden. Jo, wenn die mal bloß nicht gerochen haben. Sag mal, du. Du gehst überhaupt zum Kaufmann, holst nur 10 Pfennig Zwirn. Das tue ich, wenn ich nach Hause gehe. Geh und maul nicht. Ich bin auch kein kleines Mädchen mehr. Ich hab die ja doch an der Schleuse gelegen. Ja, immer, wie ich sage, 2 volle Tage. Doch, ihr seid ein Kerl und ein Pelzhitter an einem lichten Tage. Was, ich angezogen? Jawohl, angezogen habt an einem helllichten Tage, dass der ganze Ort gleich zu wissen kriegt, was ihr für einen schönen Pelz anhabt. Oh, ja, das war doch mal mittendrin in der Heide. Nee, eine Viertelstunde vor meinem Hause war's. Mein Mädel musste Herrn Dr. Fleischer rudern, der hat euch sitzen sehen und hat gleich Verdacht gefasst. Aber da weiß ich nichts von, das geht mir nicht an. Ja, wo? Oh, mir das will jetzt halt bloß auf dem Posten, Wolko. Was haben Sie denn? Was willst du denn? Du kommst zu mir, Mann, also rein. Viel Zeit habe ich heute nicht. Ach so, du bist wohl die kleine Wolf? Mhm. Was hast denn du da? Ich hab das Paket. Na, warte erstmal. Was haben Sie denn? In die Geburt möchte ich anmelden. Also, standesamtlich.
Lass dich! Die Bücher! Lass ab! Das heißt, ich will doch erst das andere erledigen. Was gibt es denn da mit Ihrer Tochter? Hat Krüger sie mal wieder geohrfeicht? Also nee, so weit hat das nun doch wohl noch nicht getrieben. Was ist denn dann los? Hier, mit dem Paket. Ist der Motes immer noch nicht da gewesen? Nee, bis jetzt noch nicht. Das ist mir unbegreiflich. Na Mädchen, was willst du? Das betrifft den gestohlenen Pelzeamtsvorsteher. Ach so, na, das ist mir heute nicht möglich. Wer kann denn alles auf einmal tun? Also, kann sie mal morgen bei mir melden? Aber sie wollte doch nicht schon ein paar Mal mit Ihnen reden. Ja, dann versucht es morgen zum dritten Mal. Ja, Herr Krüger lässt es aber nicht mehr locker. Was hat denn Herr Krüger damit zu tun? Das Mädel war doch bei ihm mit dem Paket. Was ist das für Lappen? Sei es mal. Es hängt mit der Pelzgeschichte zusammen. Das heißt, Herr Krüger ist eben der Meinung. Was ist denn da drin in dem Lappen, was? Da ist die grüne Weste drin vom Herrn Krüger. Und das hast du gefunden? Mhm. Hier, gerade gefunden, Amtsvorsteher. Wo hast du das gefunden? Das war, wenn ich mit meinem Mann zur Bahn ging. Da ging ich so. Und da ging... Nein, lass mal gut sein. Das deponieren wir doch mal zunächst. Wir werden morgen darauf zurückkommen. Also mir wäre schon recht. Und wen denn nicht? Herr Krüger, der ist ja so eifrig dahinter. Herr Krüger! Der Mann belästigt mich geradezu. Ja. Man kann doch sowas nicht übers Knie brechen. Er hat ja Belohnung ausgesetzt, das ist ja im Amtsblatt bekannt. Ja, dem Mann geschieht immer noch was nicht heißt, genug. Was heißt, geschieht immer noch nicht genug? Wir haben den Tatbestand aufgenommen. Seine Waschfrau ist ihm verdächtig gewesen. Wir haben Haussuchung vorgenommen. Was denn nun noch? Der Mann soll endlich still sein. Also wie gesagt, moin, stehe ich zu Diensten. Ja, uns ist das egal, nicht? Wir kommen auch moin. Ja, naja, moin früh. Moin. Nix moin. Ja, neugierig, was da rauskommt. Lass ab! Ja. Herr Motes will nun auch Zeugen stellen. Er meinte, die Dreiern, die Kuchenhexe, die haben mal gerade dabei gestanden, als Fleischer sich despektierlich aussprach. Wie alt ist denn die Dreiern, sagen Sie mal? Na so, jeden 70er Amtsvorsteher. Wohl ein bisschen verschnupft. Och, wie man es nimmt, die hat ihre Gedanken noch ziemlich beisammen. Kann ich sagen, Lasenamt, das wäre mir eine direkte Genugtuung, mal hier recht gründlich zwischenzufahren, damit die Leute merken, mit wem sie es zu tun haben. Bei Kaisers Geburtstag. Wer war nicht dabei? Natürlich der Fleischer. Dem Mann traue ich das Schlimmste zu. Und wenn der noch so scharfsdumme Gesichter macht, man kennt sie ja, diese Wölfe im Schafspelz. Können keiner fliehen, Beinchen ausreißen, aber wenn es drauf ankommt, da sprengen die Hunde, jams sie die große Ortschaften in die Luft. Der Boden soll ihn hier etwas zu heiß werden. Ja, Konstantina, Amtsvorsteher. Also. Wie steht's? Frau Dreier will gegen 11 Uhr hier sein. Die Sache wird ein großes Aufsehen machen. Mit ein großes Geschrei entstehen. Der Wehrhahn mischt sich in alles hinein. Na Gott sei Dank, ich bin drauf gefasst. Ich stehe ja nicht zu meinem Vergnügen hier. Zum Spaß hat man mich nicht hierher gesetzt. Da denken die Leute, so ein Amtsvorsteher, das ist nichts weiter als ein höherer Büttel. Da mögen sich jemand anders hierher setzen. Die Herren freilich, die mich ernannt haben, die wissen ganz genau, mit wem sie es zu tun haben. Die kennen den ganzen Ernst meiner Auffassung. Erfasse mein Amt als heiligen Beruf. Bericht für die Staatsanwaltschaft habe ich auch verfasst. Wenn er heute Mittag abgeht, kann übermorgen Verhaftsbefehl da sein. Tja, nun wird man aber über mich erfahren. Sie wissen, mein Onkel ist Kammerherr. Ich werde mal mit ihm über Sie reden. Trotz Donnerwetter. Da kommt der Fleischer. Was will denn der Mensch? Der hat doch nicht etwa Lunte gerochen. Setzen Sie sich doch mal hin. Herein! Guten Morgen. Ich möchte eine Anzeige machen, die sich auf den neulichen Diebstahl bezieht. Sie sind der Dr. Josef Fleischer. Ja, ganz recht. Josef Fleischer ist mein Name. Sie wollen mir eine Anzeige machen? Ja, wenn Sie gestatten, möchte ich das tun. Ich habe nämlich etwas beobachtet, was möglicherweise dazu führt, dem Pelzdieb auf die Spur zu kommen. Was haben Sie nur also so Wichtiges beobachtet? Das heißt, wenn Sie etwa von vornherein auf meine Mitteilung keinen Wert legen, dann würde ich es vorziehen... Was würden Sie vorziehen? Ich würde es vorziehen, darüber zu schweigen. Meine Zeit ist etwas in Anspruch genommen. Ich möchte Sie bitten, sich kurz zu fassen. Meine Zeit ist ebenfalls eingeteilt. Indessen hielt ich mich für verpflichtet. Sie hielten sich für verpflichtet? Gut, nun sagen Sie alle, was Sie wissen. Ich bin also gestern Kahn gefahren. Ich habe den Kahn von der Wolfen genommen, die Tochter saß vorne am Ruder. Gehört das unbedingt zur Sache? Ja, allerdings. Nach meiner Meinung. Schon gut, dass er weiterkommt. Wir fuhren bis in die Nähe der Schleusen. Dort hat er einen Spreekahn angelegt. Das Eis, wie wir sahen, da war dort aufgestaut, wahrscheinlich war dort festgefahren. So, naja, das interessiert uns nur hier weniger.
Was ist nur der Kern von der ganzen Sache? Ich muss gestehen, dass diese Art... Also ich komme hierher durchaus freiwillig, einen freiwilligen Dienst der Behörde zu leisten. Ja, antwortet die Art keine Zeit! Sie sollen mir ihre Worte machen, Sie sollen es kurz und bündig sagen. Die Sache, was wollen Sie denn? Es liegt mir daran, dass die Sache entdeckt wird. Und damit feste des alten Herrn Krüger... Das blendet mich. Glasner, schließen Sie auch mal die Vorhänge. Auf dem Kahne befand sich ein alter Schiffer, wahrscheinlich der Eigentümer des Schiffes. Höchstwahrscheinlich. Dieser Mann saß auf dem Deck in einem Pelze, den ich aus der Ferne für Biber hielt. Ich hätte ihn wahrscheinlich für Marder gehalten. Ich fuhr heran, soweit es möglich war, konnte so ziemlich gut beobachten. Es war ein dürftiger, schmuddeliger Schiffer. Und der Pelz schien durchaus nicht für ihn gemacht. Ist auch ein nagelneues Stück. Ich höre. Nun und? Was weiter? Was weiter? Nichts. Sie wollten mir doch eine Anzeige machen. Von etwas Wichtigem sprachen Sie doch. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Sie haben ja die Geschichte erzählt von einem Schiffer, der einen Pelz trägt. Nun, Schiffer tragen mitunter Pelze. Das ist doch keine Neuigkeit. Ja, darüber denken Sie so oder so. Unter diesen Verhältnissen bin ich am Ende. Wir sind wohl sowas schon mal vorgekommen. Der Mann ist ja bodenlos! Dumm! Außerdem, ein Schiff hat einen Pelz angehabt. Ist der Mann wohl plötzlich verrückt geworden? Ich habe ja selbst einen Biberpelz, bin doch deshalb noch lange kein Dieb. Mitteldorf! Die lassen jetzt weiter niemanden herein. Herr Modus, tun Sie mir den Gefallen, gehen Sie rüber in meinen Privatwohnung. Da können wir ungestörter verhandeln. Zum so und so vielen Male dieser Krüger, der Mann ist ja wie von Taranteln gestochen. Wenn der alte Esel fortfährt, mich zu plagen, fliegt er nochmal zur Führer. Aber Herr Vorsteher, ist nicht für Sie zu sprechen. Sie sehen, habe ich noch zu verhandeln. Verhandeln Sie ruhig weiter. Mir kann ich erwarten. Aber nachher, da werden Sie auch mit uns verhandeln. Also wie gesagt, drüben in meiner Privatwohnung. Und wenn Sie etwa Frau Dreier sehen, ich möchte Sie auch lieber drüben verhören. Sie sehen ja selbst, hier ist es unmöglich. Der Herr hier, der weiß auch was von der Frau Dreier. Kann Ihnen sogar was Schriftliches geben. Gehorsam, Sabine. Empfehle mich bestens. Ja, der Mann hat nichts, sich zu empfehlen. Bitte enthalten Sie Ihre Meinung. Das sag ich noch einmal, der Mann ist ein Schwindler. Erst möchte ich Sie abfertigen. Setzen Sie sich also, was gibt's? Lassen Sie mal, ich will mir erst einmal das vom Halse schaffen. Ich möchte erst Ihre Sache erledigen. Darum möchte ich auch dringend gebeten haben. Ja, von dem Dringend wollen wir mal ganz absehen. Was hätten Sie also für ein Anliegen? Kein Anliegen, gar kein Anliegen. Ich komme mein gutes Recht zu beanspruchen. Was wäre Ihr gutes Recht? Mein gutes Recht, Herr Amtsvorsteher, das Recht, das ich habe als ein Bestohlener, dass die Ortsbehörde mir Beistand leistet, mein gestohlenes Gut zurückzuhalten. Und ist Ihnen der Beistand verweigert worden? Nein, gar nicht. Das kann ja auch gar nicht sein. Trotzdem sehe ich, dass hier nichts geschieht. Die ganze Sache nimmt keinen Fortgang. Sie glauben, das geht so im Handumdrehen? Ich glaube gar nicht, Herr Amtsvorsteher. Dann wäre ich ja wohl nicht hier. Ich habe vielmehr ganz bestimmte Beweise. Sie nehmen sich meiner Sache nicht an. Könnte Sie jetzt schon unterbrechen? Etwas weiteres der Art zu hören, läge ganz außerhalb meiner Amtspflicht, aber einstweilen reden Sie nur weiter. Sie können mich gar nicht unterbrechen. Als preußischer Staatsbürger habe ich Rechte. Und wenn Sie mich auch hier unterbrechen können, da gibt es noch andere Orte, wo ich reden kann. Sie nehmen sich meiner Sache nicht an. Nun gut. Wie wollen Sie das begründen? Diese Frau. Aber Krüger. Diese Frau ist bei Ihnen gewesen. Ihre Tochter hat einen Fund gemacht. Sie hat den Weg nicht gescheut, der Amtsvorsteher, obgleich sie eine arme Frau ist. Sie haben sie abgewiesen. Heute ist sie wieder gekommen. Er hatte doch halt keine Zeit, unser Amtsvorsteher. Ich bin doch durchaus so lange nicht fertig. Was haben Sie zu der Frau gesagt? Sie haben zu der Frau gesagt, Sie hätten keine Zeit für die Sache. Sie haben ja noch nicht einmal die Tochter von dem ganzen Vorfall wissen Sie überhaupt gar nicht. Jetzt möchte ich Sie bitten, sich etwas zu mäßigen. Bin gemäßigt, bin sehr gemäßigt, bin ein viel zu gemäßigt, Mensch. Was soll ich denn sonst zu der ganzen Angelegenheit sagen? Was ist denn das überhaupt für eine Art von Untersuchung hier? Der Herr Dr. Fleischer hat eine Beobachtung gemacht. Ein Schiffer trägt einen Biberpelz. Warten Sie mal. Sie! Sind doch scheinbar Schiffer. Bei 30 Jahren habe ich geschiffwerkt. Sie sind wohl schreckhaft. Sie zucken ja so. So
Ich habe mir richtig ein bisschen verschrocken. Tragen nun die Spreeschiffer öfter Pelze. Manch einer hat seinen Pelz immer zu. Der Herbert hat einen Schiffer gesehen, der hat im Pelz auf dem Deck gestanden. Oh, da ist nichts Verdächtiges bei, Herr Vorsteher. Da sind viele, die haben schöne Pelze. Na, ich hab's ja Mann selber eben. Na sehen Sie, der Mann hat selbst einen Pelz. Aber schließlich keinen Biberpelz. Und das haben Sie doch nicht so genau gesehen. Haha, hat der Mann einen Biberpelz? Da sind viele, kann ich Ihnen sagen, die haben die schönsten Biberpelze. Und warum auch nicht, Geld, langt ja mal zu. Fahren Sie fort, Herr Krüger. Das war nur so ein ganz kleiner Abstecher. Wollte Ihnen nur mal beweisen, was es mit dieser Art Beobachtung auf sich hat. Sie sehen, der Mann hat selbst einen Pelz. Es wird uns deshalb doch im Traum nicht einfallen zu sagen, der Mann habe den Pelz gestohlen. Das wäre doch eine Absurdität. Ich verstehe kein Wort. Ja, da muss man etwas lauter reden. Und da ich mal gerade am Reden bin, wollte ich Ihnen gleich mal was sagen. Nicht in meiner Eigenschaft als Beamter, sondern als Mensch. Wie Sie, Herr Krüger. Ein immerhin ehrenwerter Bürger. Er sollte mit seinem Vertrauen mehr haushalten, sich nicht auf das Zeugnis von Leuten verlassen. Ach, mein Umgang, was? Mein Umgang! Jawohl, Ihr Umgang! Und da passen Sie nur auf sich selber auf. Solche Leute wie den Modes, die mit denen Sie umgehen, die sind bei mir aus dem Haus geflogen. Dem Mann, der in Ihrer Privatwohnung wartet, habe ich bei mir in die Türe gewiesen. Der Bursche hat mich um eine Miete beschwindelt. Da seien überhaupt nicht viele am Ort, die der nicht von hinten bis vorne hat geschwindelt. Um Merker, um Dala, um Jolt steht. Der Mann hat das richtige Steuersystem. Der Mann ist reif für einen Staatsanwalt. Ja, ich bitte doch gefälligst. Dies hier durchzulesen. Das Blatt hat Frau Dreyer selber unterschrieben. Mhm. Er hat sie zum Meineid verleiten wollen. Das soll Aussagen gegen mich. Das ist ein unbescholtener Bursche und den hat dieser Bursche ins Elend bringen wollen. Und einem solchen Menschen reichen Sie auch noch die Hand. Ich bin nun am Ende mit meiner Geduld, dass Sie mit den Leuten auseinander. Das geht nicht an. Sei ich mir völlig freigültig. Das ist meine Sache. Was ich denke und wie es geht. Ich bitte um Ruhe! Entfernen Sie mal den Wischstab, gefälligst. Der Wischstab, der kommt von Staatsanwalt. Das können Sie halten, wie wollen. Richtig. Damit nun die Sache aus der Welt. Und wo haben Sie also das Ding hier gefunden? Ich habe doch das ja nicht gefunden, Amtsvorsteher. Wer denn sonst? Na, meine jüngste Tochter. Dann haben Sie die mitgebracht. Also war doch hier, Herr Amtsvorsteher. Na gut, ich gehe mal schnell rüber. Das verzögert doch die Sache nur. Hat Ihnen denn das Mädel nichts erzählt? Sie sagten doch auf dem Wege zum Bahnhof. Mhm. Der Dieb ist also wohl nach Berlin. Oh, gut. Ah, werden wir schweres Suchen haben. Na, das glaube ich gar nicht, Herr Amtsvorsteher. Hier, der Herr Dr. Fleischer hat die vollkommen richtige Ansicht. Die ganze Sache ist bloß eingefädelt, um uns in die Irre zu führen. Sehen Sie, Herr Krüger, das Hochgut. Na, Wolfen sind doch sonst nicht so dumm. Was hier gestohlen wird, geht nach Berlin. Der Pelz war längst in Berlin verkauft, noch ehe wir wussten, dass er gestohlen war. Also, Herr Vorsteher, nee, wissen Sie, da bin ich doch nicht ganz Ihrer Meinung. Wenn der Dieb in Berlin ist, möchte ich gerne wissen, warum braucht er das Paket zu verlieren? Man verliert doch sowas nicht immer absichtlich. Ja, aber dann sehen Sie sich doch das Paket da mal an. Es ist ja alles so schön da zusammengepackt. Hier, die grüne Weste von Herrn Krüger, ein Stück Papier und der Schlüssel. Ich glaube, der Dieb ist hier am Ort. Sehen Sie, Herr Krüger? Das glaube ich ganz bedaure, bestimmt. Bedaure, ich neige nicht zu der Ansicht, habe eine viel zu lange Erfahrung. Hä? Lange Erfahrung? Ja, gewiss. Und aufgrund dieser langen Erfahrung weiß ich, dass diese Möglichkeit kaum in Betracht kommt. Na, man soll aber nicht verreden, Herr Amtsvorsteher. Aber er hat doch einen Schiffer gesehen. Also kommt doch nicht mal wieder mit der Sache. Müsst ja alle Tage Aussuchung halten. Mit 20 Gendarmen und Polizisten. Müsst ja bei jedem Einzelnen aussuchen. Na gut, dann fangen Sie mal bei mir gleich an, Herr Amtsvorsteher. Na ja, nun ist denn sowas nicht lächerlich? Ja. Nein, meine Herren. So geht das nicht. Sie müssen mir gänzlich freihand lassen. Ich habe schon meine Verdachte gefasst. Bin alsweilen nur noch beobachten. Es gibt hier so einige dunkle Gestalten. Die habe ich schon längst aufs Korn gefasst. Frühmorgens fahren Sie rein nach Berlin. Mit vollen Hucken auf dem Rücken und abends kommen Sie leer zurück. Ja, die Gemüsefrauen gehen so mit dem Gemüse auf den Rücken. Nicht nur die Gemüsefrauen, Herr Krüger. Ihr Pelz ist wahrscheinlich auch so ihr Reis. Ja, das ist auch möglich. Na also. Denn unmöglich ist ja nichts auf dieser Welt.
Wollen anmelden. Ich kenne das Mädchen, Herr Vorsteher. Ich werde mein Möglichstes tun. Also ich lasse nicht locker, als bis ich meinen Wels wieder habe. Na ja, was getan werden kann, wird getan. Die Wolfin kann ja mal ein bisschen rumhören. Nee, darauf verstehe ich mal so schlechter Amtsvorsteher. Aber wenn das hier nicht rauskommt, wo bleibt denn hier im Orte Sicherheit? Sie haben vollkommen recht, Frau Wolfin. Ja. Vollkommen recht. Ich bitte das Bäckchen genau zu untersuchen. Es ist eine Handschrift auf dem Zettel, die vielleicht zu einer Entdeckung führen kann. Und übermorgen früh, da werde ich so frei sein, mal wieder nachzufragen. Sie sind wie viele Jahre alt? Guten Morgen, bei den beiden Kerzen ist was los da oben. Wie heißen Sie? August Philipp Vulko. Mitteldorf. Mitteldorf! Gehen Sie mal rüber in meine Privatwohnung. Da sitzt der Schriftsteller Moses und wartet. Sagen Sie ihm, es tut mir leid. Ich hätte heute Morgen anderes zu tun. Da soll er nicht warten. Nicht warten! Nein! Ist Ihnen der Schriftsteller Motes bekannt? Ach, wissen Sie, da schweige ich lieber. Da könnte ich Ihnen nicht viel Gutes erzählen. Von Fleischer dagegen umso mehr. Ja, das ist doch wirklich kein übler Mann. Na, Sie wollen wohl ein bisschen vorsichtig sein. Nee, dazu traue ich nicht, Herr Amtsvorsteher. Ich bin immer geradezu. Wenn ich mit meinem Maule nicht so vorne weg wäre, könnte ich ja heute viel weiter sein. So, bei mir hat Ihnen das aber noch nicht geschadet. Nee, bei Ihnen nicht, Herr Amtsvorsteher. Sie können ja auch ein offenes Wort vertragen. Vor Ihnen braucht sich ja kein Mensch zu verstecken. Kurz, Fleischer, das ist ein Ehrenmann. Das ist er auch. Ja, das ist er Na, auch. Na, dann denken Sie mal an Ihr heutiges Wort. Ja? Und Sie an meins. Ja, okay. Mal sehen. Ja. Das hier nämlich ist unsere fleißige Waschfrau. Die denkt, alle Menschen sind so wie sie. So ist es aber leider nicht auf der Welt. Sie sehen die Menschen von außen an. Unser eins blickt nun schon etwas tiefer. Und so wahr es ist, wenn ich hier sage, die Wolfen ist eine ehrliche Haut. So sage ich Ihnen mit der gleichen Bestimmtheit. Ihr Dr. Fleischer, von dem wir da sprechen, das ist ein lebensgefährlicher Kerl. Tja, das weiß ich ja nun nicht.